Dann sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr nur zuschauen wollt, dann macht das total gerne. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet euch einbringen, ich habe vielleicht eine Frage an Freak, dann scheut euch auf jeden Fall nicht, wir freuen uns über eure Fragen. Dafür ist der Chat ja da. Was machen wir heute? Wir sprechen mit Freak Blome, den ihr schon seht. Freak hat in Bielefeld und Wien Soziologie studiert und Freak, du, ich weiß gar nicht, warum ich in der dritten Person spreche, Freak, du, arbeitest schon seit Jahren zu Bildungsungleichheit und aktuell promovierst du zu der Frage, wie sich eigentlich der soziale Hintergrund auf die Karrierewege deutscher ProfessorInnen auswirkt. Dafür hast du was gemacht? Du hast mit 30 ProfessorInnen gesprochen, also gewissermaßen mit denen, die es geschafft haben, könnte man sagen, mit denen, die erfolgreich sozial aufgestiegen sind und du hast was ganz Spannendes gemacht, wie ich finde. Du hast sie ja basically gebeten, hey, erzählen Sie mir doch mal bitte Ihre Lebensgeschichte. Und was da rausgekommen ist bei dieser sehr, sehr simplen Frage, darüber sprechen wir nachher ganz ausführlich. Eins möchte ich nicht vorenthalten, noch ein letztes Detail. Du hast zuletzt auch gemeinsam mit KollegInnen das Buch Vom Arbeiterkind zur Professur herausgegeben, das sich auch genau um all diese Fragen dreht. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Steven Hartig, ich bin Wissenschaftsjournalist beim Bielefelder Campus Radio Herz 87.9. Und warum gibt es diesen Stream heute? Kurz gesagt, weil ich schon länger auf so ein Format Lust hatte, weil ich glaube, dass es auf Twitch neben League of Legends, GTA 5, Fortnite und ja, all dem anderen bunten Content, für den wir diese Plattform so lieben, dass es neben all dem auch noch Platz gibt für gute Gespräche, also hoffentlich gute Gespräche, informative Gespräche, auch lange Interviewformate, Journalismus letztendlich. Und ich bin überzeugt, dass es auch viele Menschen gibt, die einfach unglaublich viel Spannendes zu erzählen haben. Aus ihrem Leben, aus ihrem Arbeitsalltag oder wie heute, vor allem aus ihrem Forschungsalltag. Und Twitch ist dafür ideal, finde ich, denn ich muss jetzt nicht wie beim Radio überlegen, oh, was könnten meine HörerInnen was könnte die vielleicht interessieren? Also natürlich überlege ich das trotzdem noch heute, aber ihr könnt euch auch einfach sofort einbringen im Chat, selbst eure Fragen stellen. Und insofern freue ich mich einfach auf die nächsten 2 Stunden. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ihr seht eure Chatnachrichten dann auch im Stream. Ich sehe die auch. Also wenn ihr Fragen habt, dann bringt euch gerne, gerne ein, auch wild durcheinander. Ich bin mir sicher, Freak ist da multitaskingfähig und springt auch mal gerne zwischen den Themen hin und her. So, aber damit genug Vorgespräch, würde ich sagen. Freak, erstmal hi und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Schön, dass du da Doch, bist. gerne. Dein Buch, dein letztes Buch, das du herausgegeben hast, heißt Vom Arbeiterkind zur Professur. Wir sprechen auch noch mal detaillierter über das Buch, aber ich wollte mal grundsätzlich anfangen. ArbeiterInnen. Kinder, da haben jetzt ja vielleicht viele so ein Alltagsverständnis von, wer damit gemeint ist, wer nicht. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive kannst du dich ja eigentlich nicht damit zufrieden geben, mit so einem Alltagsverständnis von diesem Begriff. Was genau meint ihr, wenn ihr von ArbeiterInnen-Kindern sprecht? Also wir haben uns tatsächlich in dem Buch oder in der Konzeption des Buches, das sind 19 soziale AufsteigerInnen, die aus unterschiedlichen Disziplinen das auf eine Professur geschafft haben, ob es jetzt Fachhochschulprofessur oder Universitätsprofessur ist, da gibt es noch Unterschiede. Und haben uns tatsächlich eher an diesem Alltagsverständnis orientiert. Also es sind nicht nur ArbeiterInnen, Kinder in so einem traditionellen Sinne, also der Begriff in die Ungleichheitsforschung eingeführt wurde von Ralf Dahrendorf schon in den 60er Jahren, 1964. Und da ging es tatsächlich stärker um das, was man traditionell als Arbeiterinnenkind verstehen würde. Also un- und angelernte Arbeiterinnen aus Fabriken oder aus dem Baugewerbe, Handwerk und so weiter. Das war damals mit dem Arbeiterinnenbegriff gemeint. Das hat sich natürlich durch so Strukturwandel, also ob es jetzt Verlagerung der Produktion ins Ausland ist, Deindustrialisierung, relativ stark verändert, was die Größe der Arbeiterinnenschaft angeht. Also Dahrendorf hat so ein Sozialstrukturmodell in den 60er Jahren entwickelt. Ist bekannt als Dahrendorf-Haus in der Soziologie und da hat er
so eine Einschätzung, oder was heißt Einschätzung, das ist eine empirische Untersuchung gewesen, aber hat sich überlegt, wie sieht die Sozialstruktur in Deutschland aus. Und was er macht, ist eine Arbeiter- oder die Arbeiterinnenschaft auf so 45% der Gesamtbevölkerung einzuschätzen. Neben den Arbeiter, Arbeiterinnen hat er was, das nennt er den falschen Mittelstand. Das sind Leute, die eigentlich in, also so wird das dann genannt, einfachen Tätigkeiten arbeiten, ob es Verkäuferinnen sind, also auch un- und angelernte Kräfte, Arbeitskräfte, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit, seien es Bürotätigkeiten oder so, die nicht dieses Dreckige sozusagen haben, was Arbeiterinnen haben, die sich nicht die Hände schmutzig machen sozusagen. Und die sich deswegen aufgrund dieser anderen Arbeitsbedingungen einen Mittelstand zuordnen, wenn man die soziale Lage nimmt, also was so Einkommen und so weiter angeht, eigentlich aber Arbeiterinnen sind. Also die objektive soziale Lage, was Einkommen angeht und so weiter, entspricht denen der Arbeiterinnen. Und dann gibt es noch sowas, Lenin hat es vielleicht Arbeiteraristokratie genannt. Das sind FacharbeiterInnen, ob es jetzt Meister sind oder Arbeiter, Arbeiterinnen, der Steiger oder so, die höhere Einkommen haben. Also die trotzdem noch irgendwie Arbeiterinnen sind, aber aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation sozialstrukturell besser aufgestellt sind als Arbeiter und Arbeiterinnen. Das ist so der Hintergrund von Dahrendorf aus den 60er Jahren. Wie gesagt, das hat sich durch so Industrialisierung relativ stark verändert. Wir haben weniger Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland. Trotzdem gibt es viele prekäre Berufe. Also ob es jetzt einfache qualifizierte Tätigkeiten sind, sei es irgendwie der Paketlieferant oder die Paketlieferantin, oder die Leute, die da irgendwie das Essen ausfahren oder so, die jetzt objektiv prekäre Jobs haben, wo man jetzt aber nicht diesen klassischen irgendwie Industrieproletariat so den Begriff vor Augen hat. Die kann man, also ob da der Arbeiterbegriff oder der Arbeiterinnenbegriff jetzt irgendwie angemessen ist, ist eine andere Frage. Wir haben uns fürs Buch überlegt, wir wollen Leute, die aus, man kann da statusniedrigen Familien kommen, insofern als der gesellschaftliche Status, der mit diesen beruflichen Tätigkeiten und das Einkommen, was mit diesen beruflichen Tätigkeiten verbunden ist, relativ niedrig sind. Also das ist eine Beschreibung irgendwie aus dem gesellschaftlichen Selbstverständnis her. Man muss diese Berufe nicht abwerten, aber sie sind halt schlecht bezahlt und in der Regel mit niedrigem Status verbunden. Deswegen ist dieser Status niedrig vielleicht, kann man den benutzen. Und wir haben Leute gebeten, die sozial aufgestiegen sind oder einen Bildungsaufstieg vollzogen haben. Das heißt, im Vergleich zu ihren Eltern eine höhere formale Schulabschlüsse oder irgendwie dann studiert. Und da sind jetzt nicht in dem klassischen Sinne Arbeiterinnenkinder nur bei, sondern auch Kinder von Landwirten, so Bauernkinder, Bäuerinnenkinder. Und die dann Professor oder Professorin geworden sind. Und die haben wir gebeten, ihre Lebensgeschichte zu erzählen oder nicht erzählen, sondern aufzuschreiben, wie sie zur Professur gekommen sind. Dieser Begriff Arbeiterkind, den nutzt ja auch arbeiterkind.de, so eine Organisation, irgendwie, die sich einsetzt für soziale AufsteigerInnen. Was die damit meinen, sind alle diejenigen Personen, die studieren, oder nicht nur die studieren, aber alle diejenigen Personen, deren Eltern nicht studiert haben. Das ist, kann man drüber streiten, ob das irgendwie Arbeiterinnenkinder sind. Also sind auch Bankkauffrau oder so, die ja vielleicht nicht das allerschlechteste Einkommen hat, aber irgendwie keinen hohen formalen Bildungsabschluss zwingt. Okay, dann haben wir diesen Begriff mal etwas gefüllt. Jetzt arbeitet ihr in dem Buch und du auch in deiner Dissertation, über die wir noch ausführlich sprechen werden in deiner Doktorarbeit, mit dieser Metapher des Bildungstrichters. Also du stellst dir jetzt ja die Frage, was passiert eigentlich mit all diesen Leuten, die unter diesen Begriff ArbeiterInnenkinder fallen? Was passiert eigentlich mit denen, wenn die versuchen aufzusteigen, in deinem Fall aufzusteigen in der Wissenschaft? Wie gut gelingt denen das eigentlich? Was sind da die Hürden? Und wer schafft es und wer schafft es nicht? Und ihr arbeitet mit dieser Metapher des Bildungstrichters. Kannst du mal erklären, was dahinter steckt?
Also der Bildungsrichter, ich glaube, der kommt ursprünglich vom DZHW und der hat relativ weite Verbreitung in den letzten Jahren DZHW gefunden. ist was? Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Es gibt seit den 50er Jahren eine sogenannte Sozialerhebung. Das machen die Studierendenwerke und die gucken sich die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden an. Und irgendwann hat das DZHW das übernommen und die haben zur Veranschaulichung der Ergebnisse ungleicher sozialer Chancen an Universitäten diesen Bildungstrichter eingeführt. Der Bildungstrichter vereinfacht auch ziemlich. Also es gibt so einen Dualismus sozusagen, also es gibt so zwei Gruppen, die sie unterscheiden. Das sind einmal Kinder von Akademikern und Akademikerinnen und Kinder von Nicht-Akademikerinnen. Das heißt, mindestens ein Elternteil und biologische Eltern, also kann man darüber streiten, ob das irgendwie immer noch so zeitlich angemessen ist, aber ein Elternteil mindestens hat studiert, Abschluss erworben, Hochschulabschluss erworben. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist, kein Elternteil hat studiert. Und sie gucken sich an, wie verhalten sich von diesen beiden Großgruppen die Bildungschancen bis zum Hochschulstudium. Es gibt auch Bildungstrichter, die bis zur Promotion gehen. Und was die sich angucken, sind die Übergänge. Also wie viele Kinder von Akademikerinnen und Akademikern besuchen die gymnasiale Oberstufe, wie viel aus der anderen Gruppe. Dann gucken sie sich an, wie viel schließen mit der Hochschulreife ab, wie viel dann nehmen dann tatsächlich ein Studium auf und wie viele Leute promovieren dann. Es gibt noch so feinere Unterscheidungen zwischen Bachelor- und Masterübergängen. Also seit es diese Studienreform gibt, guckt man sich auch an, wie viele Leute mit einem Bachelorabschluss nehmen danach einen Masterabschluss auf und so weiter. Das sind so, ja, wenn man so möchte, irgendwie neuere Selektionsinstanzen. Und es gibt da unterschiedliche Zahlen zu, weil das auch nicht ganz so einfach ist. Du hast ja eine Längsschnittstudie. Man muss die Leute über mehrere Jahre verfolgen. Also wenn du die gymnasiale Oberstufe hast, dann hast du diese Übergänge. Das heißt, du hast Daten aus mehreren unterschiedlichen Jahren. Zur Vereinfachung ist dieser Trichter trotzdem ganz interessant, weil er zeigt, dass von 100 Kindern von Akademikern und Akademikerinnen am Ende 79 ein Studium beginnen. Bei denjenigen, wo kein Elternteil studiert hat, sind es nur 27. Also doch ein relativ massiver Unterschied. Wenn man weitergeht, es gibt diese Zahlen noch bis zur Promotion. Von 100 Kindern von Nicht-Akademikerinnen promoviert eine Person oder ein Kind. Bei den anderen sind es 10. Also 10-mal so oft promovieren Leute aus Akademikerinnenfamilien. Das ist, wie gesagt, umfasst so Großgruppen. Es gibt vom DZHW noch Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, wie sieht es eigentlich innerhalb dieser Riesengruppe von Nicht-Akademikerinnen-Kindern aus? Und da zeigen sich nochmal ziemlich starke Unterschiede. Also wenn man sich Kinder anguckt, wo kein Elternteil einen oder ja, einen Berufsabschluss hat, dann sind es statt diesen 27 nur 12, die ein Studium beginnen. Wenn mindestens ein Elternteil Abitur und einen Berufsschulabschluss hat, dann sind es schon 48. Also es gibt da nochmal innerhalb dieser Gruppe der Nicht-Akademikerinnen-Kinder ziemlich massive Unterschiede. Das ist einfach, also es gibt auch, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der an dieser Sozialerhebung mitgearbeitet hat. Es gab da auch ein bisschen Streit darüber, über diesen Bildungstrichter, weil der Bildungstrichter ziemlich stark vereinfacht. Andererseits ist es was, also wenn du jetzt nicht in der wissenschaftlichen Diskussion irgendwie unterwegs bist, sondern einfach für dieses Problem gesellschaftlich sensibilisieren willst, dann zeigt das ziemlich deutlich Unterschiede auf nach sozialer oder Bildungsherkunft, was Bildungschancen angeht. Ist auch sehr eingängig, versteht man sofort. Ein Trichter kann man sich gut vorstellen. Irgendwo auf dem Weg werden Leute ausgesiebt und in dem Genau. Fall dann ganz bestimmte. Ich würde gerne nochmal auch den ersten Teil jetzt unseres Gesprächs dafür nutzen, nochmal genauer diesen Überblick zu bekommen, wie es um die Ungleichheit wirklich im Hochschulkontext dann steht und auf welchen Stufen eben wer oder wie viele ArbeiterInnenkinder ausgesiebt werden, so fast unmenschlich das denn klingt, aber das ist halt einfach die Dynamik. Nehmen wir mal so eine Entscheidung wie, du hast sie eben schon angesprochen, gehe ich aufs Gymnasium oder gehe ich nicht aufs Gymnasium? Da könnte man ja naiv erstmal sagen, naja, also ein ArbeiterInnenkind kann jetzt ja genauso klug sein wie ein AkademikerInnenkind und dann
wird es halt, dann kann es halt, hat es die gleiche Berechtigung, aufs Gymnasium zu gehen. Also erstmal sind die Voraussetzungen doch relativ ähnlich, könnte man ja naiv denken. Warum klappt das trotzdem nicht? Warum ist das schon so eine große Stufe? Also vermutlich ist tatsächlich der Übergang aufs Gymnasium der grundlegende. Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, weil mehr Leute ein Gymnasium besuchen, aber es ist so die erste massive Selektionsinstanz im deutschen Bildungssystem. Wenn man noch weiter zurückgehen will, kann man sich auch die Beteiligungsquoten an Kindergärten angucken. Also Personen mit höherer Bildung oder höherem Einkommen schicken ihr Kind häufiger in den Kindergarten oder irgendwie Krippen. Aber dieser Übergang nach der Grundschule aufs Gymnasium ist so die erste massive Selektionsinstanz. Und da gibt es unterschiedliche Gründe für. Tatsächlich unterscheiden sich die schulischen Leistungen, schulischen Kompetenzen nach sozialer Herkunft. Da gibt es auch unterschiedliche Gründe für. Also Leute werden unterschiedlich gefördert von zu Hause und so weiter. Es ist aber auch so, dass wenn, also bei gleicher schulischer Leistung, diejenigen, die aus statusniedrigeren Elternhäusern kommen, ganz einfach diskriminiert werden. Also bei gleicher Leistung haben sie wesentlich geringere Chancen, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Und dann ist es nochmal so, dass diese Gymnasialempfehlungen, die sind ja nicht mehr bindend. Da gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern und so, das muss man sich im Detail angucken. Mhm. Aber die sind nicht bindend und Eltern können sich über diese Schulempfehlungen hinwegsetzen. Und Eltern mit höherer formaler Bildung, denen ist klar, dass damit Bildungschancen, stärkere oder bessere Bildungschancen mit einhergehen. Und die setzen sich über diese Empfehlungen der Lehrer häufiger hinweg, als das andere Eltern machen. Das verstärkt das auch nochmal. Also du hast mehrere Mechanismen irgendwie. Diskriminierung durch Lehrkräfte, das muss jetzt nicht bewusst sein. Es ist nicht so, dass die denken irgendwie, es kann auch bewusst sein, aber es muss nicht bewusst sein. Bei gleicher schulischer Leistung kriegen die seltener eine Gymnasialempfehlung. Dann hast du unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Aber Frank, warum ist den einen Eltern das wichtiger? Weil die einfach, also woher kommt diese Unterscheidung, dass das den einen Eltern, die sich da viel mehr reinhängen? Aus dem Grund, dass man weiß, dass mit den Bildungschancen irgendwie höhere Lebenschancen verbunden sind. Also es gibt auch aus den 60er Jahren von Ralf Dahrendorf Untersuchungen über Lehrer, Lehrerinnen, der sich zum einen angeguckt hat, Lehrer kommen selber häufiger aus bildungsnahen Elternhäusern und die verbinden, also haben einfach irgendwie Vorurteile gegenüber der Arbeiterinnenschaft. Das auch. Aber es gibt auch Eltern aus so Arbeit oder ja, Arbeiter, Arbeiterinnen, die Angst haben vor höherer Schule, weil die denken, okay, wir schaffen das nicht, wir sind dazu nicht in der Lage und so und wir wollen unser Kind dann, also denen das Gymnasium fremd ist, das ist so eine fremde Welt, wir kennen niemanden, der vielleicht die Schule besucht, deswegen wollen wir unser Kind da nicht hinschicken. Die vielleicht, weil sie selber nicht an sich glauben, auch nicht an ihr Kind glauben, dass es das schaffen kann und so. Also es gibt da, muss man ich meine, ich forsche jetzt zur Wissenschaftskarriere, man müsste wahrscheinlich in die Schulforschung noch stärker reingucken. Genau. Genau, kommen wir etwas näher an die Wissenschaftskarriere. Nehmen wir nochmal die ähnliche Frage. Ich vermute schon fast, die Dynamik wird dort ähnlich sein, aber die Frage, gut, jetzt stellen wir uns mal ein ArbeiterInnenkind vor, das hat das 2.0er-Abi geschrieben, alles top, und das Kind, was vielleicht ein Professor und eine Oberärztin als Eltern hat, hat genauso das 2.0er-Abi geschrieben. Wie kommt es da dazu, dass sich statistisch einfach, du hast die Zahlen gerade genannt, eher das AkademikerInnenkind für das Studium entscheidet und nicht das ArbeiterInnenkind, obwohl sie beide das gleiche Abitur geschrieben haben? Ich würde sagen, das hat, also auf der einen Seite, Studium kostet Geld. Nehmen wir eine Berufsausbildung, die, also da verdient man Geld, wenn man beim Studium irgendwie Geld. Wenn man es ganz platt will, ist natürlich irgendwie, sind das finanzielle Gründe. Ja. Das hat was mit Sicherheitsempfinden zu tun. Also durch das Einkommen habe ich eine höhere, auch ökonomische Sicherheit. Und das hat auch viel mit Lebensentwürfen zu tun. Das hat auch mit Freundeskreisen zu tun. Was machen meine Freunde, Freundinnen, wenn da ein Studium selbstverständlich ist? Nämlich wahrscheinlich auch eher
ein Studium auf und also da hat man ja auch einfach soziale Segregation irgendwie. Die Kinder, die, wenn der Vater Professor ist, die haben andere Freundeskreise typischerweise und so, die andere Empfehlungen treffen. Und es hat was damit zu tun, was für Lebensentwürfe da vorherrschen und auch welche Nähe zum Studium. Also wenn meine Eltern schon studiert haben, dann hat für mich ein Studium eine höhere Selbstverständlichkeit, als wenn niemand bei mir in der Familie studiert hat. Wenn die Uni fremd ist, kann das abschrecken. Also auch da sind natürlich unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber also ganz platt spielt natürlich auch irgendwie das Geld einfach immer eine Rolle bei solchen Entscheidungen. Wie geht es dann weiter? Also die Leute, so der Trichter zieht sich weiter zu, wir sind im Hochschulstudium, dann steht die Entscheidung an, schreibe ich die Bachelorarbeit, schreibe ich eine Masterarbeit, promoviere ich vielleicht? Führ uns da nochmal vielleicht so ein bisschen durch die Zahlen. Wie stark greift dieser Trichter dann? Und was sind da nochmal die entscheidenden Knackpunkte? Weil man könnte ja vielleicht erstmal davon ausgehen, okay, irgendwann, naja, jetzt haben es die ArbeiterInnenkinder schon ins Studium geschafft, sie haben schon irgendwie ein Commitment, auch Lebenszeit investiert, auch Finanzen. Warum rudern dann statistisch trotzdem immer noch mehr auf diesem weiteren Weg dann zurück? Führen uns dann nochmal so ein bisschen durch den weiteren Weg. Das kommt stark auch, also es gibt relativ große Unterschiede, was so Studiengänge und so weiter angeht. Und manchmal gibt es diese Bachelor-Master-Trennung ja gar nicht. Also nehmen wir Rechtswissenschaft, wo immer noch das zweite Staatsexamen der Standardabschluss ist. Was sich aber zeigt, und da muss man sich immer so ein bisschen die Frage stellen, wie das früher war. Also du hattest, als du auf Diplom studiert hast, gab es ja nicht so eine Art, du hast dann ein Vordiplom gehabt, aber nicht so eine Art Zwischenabschluss. Jetzt ist es so, durch die Einführung von Master und Bachelor- und Masterstudiengängen, dass du nach dem Bachelor einfach nochmal so eine neue Selektionsinstanz hast. Also Leute machen irgendwie einen Bachelor und überlegen dann unter auch wieder ähnliche Gründe, oder es kann ähnliche Gründe haben, verdiene ich nach dem Bachelor erstmal Geld oder irgendwie investiere ich noch die Zeit und das Geld in einen weiteren Abschluss? Kommt auch da stark drauf an. Also im Lehramt zum Beispiel brauchst du mit dem Bachelor irgendwie gar nicht ankommen, kannst nicht Lehrer oder Lehrerin werden. Aber es gibt da nach sozialer Herkunft nochmal Unterschiede. Welche Leute entscheiden sich dafür, mit dem Master weiterzumachen und welche bleiben erstmal mit oder gehen erstmal mit dem Bachelor ins Berufsleben? Es kann auch sein, dass sie später, also da muss man sich auch Längsschnittstudien angucken. Es kann auch sein, dass man nach 5 Jahren Berufsleben nochmal irgendwie Master draufsattelt und so. Aber es zeigt sich, dass da einfach nochmal Selektionen stattfinden. Und das Gleiche nach dem Masterabschluss, wer fängt an zu promovieren, oder wer beginnt eine Promotion und wer schließt dann auch mit der Promotion ab? Also auch da gibt es nochmal, wenn man sich anguckt, Promotionsbeginn und Promotionsabschluss, das sind bei uns in den Sozialwissenschaften dauert so eine Promotion 5 Jahre im Durchschnitt, 5,5. Ist in anderen Disziplinen anders. Und da gibt es auch einige Leute, die auch aus finanziellen Gründen sich entscheiden, die Promotion abzubrechen. Das hat aber auch noch viele andere Gründe. Das Problem ist ein bisschen, wenn wir uns diesen Bildungstrichter und die Zahlen angucken, dass das mit Promotion sehr, sehr schwierig ist. Also als Student, Studentin musst du eingeschrieben sein. Das musst du als Promovent oder Promoventin nicht. Deswegen ist da die Zahlenlage oder Datenlage relativ schwierig. Es gibt mittlerweile einige Studien zu so Promotionen oder zur Promotion und sozialer Herkunft, die alle einen Einfluss oder einen großen Einfluss sozialer Herkunft auf die Überlegung zu promovieren und den Promotionsbeginn nachweisen. Und interessanterweise hat sich da in den letzten, also auch da gibt es eine Studie aus dem DZW, die gezeigt hat, zwischen 1989 und ich glaube 2009 oder so, hat sich die Bedeutung sozialer Herkunft eher verstärkt. Also da ist es zu einer sozialen Schließung gekommen, wenn man so möchte, was die Promotion angeht. Und also nehmen wir den Bildungstrichter, da sind es dann am Ende, wie gesagt, von Kindern von Nicht-Akademikerinnen eine Person, die mit der Promotion abschließt, ja, ich glaube, mit der Promotion abschließt. Bei den anderen sind es 10-mal so viele Leute. Du bist also einer von 100. Okay. Nur noch nicht. Noch ein. Wir sind mal optimistisch, Freck.
An alle im Chat kurz der Hinweis, beziehungsweise alle, die zuschauen, meldet euch gerne im Chat mit Fragen. Wenn ihr Fragen an Freck habt, an seine Expertise, dann immer her damit. Jetzt bleibt ja noch eine Stufe und das ist die Professur. Bevor du uns dadurch führst, wie viele es quasi an die Spitze des Eisbergs schaffen, erzähl vielleicht erstmal, das ist für viele ja auch nicht klar, weil es einfach viele nicht betrifft. Du schreibst jetzt gerade deine Doktorarbeit. Was müsstest du eigentlich danach noch machen, um Professor zu werden? Wie wird man das eigentlich? Das hat sich in den letzten Jahren sehr massiv geändert. Also der klassische Weg in Deutschland ist, das nennt man dann das zweite Buch. Also man promoviert mit einem Buch, man schreibt danach eine Habilitation, das ist das zweite Buch. Und mit der Habilitation ist man berufungsfähig. Dann kriegt man sein PD, ist Privatdozent und darf dann berufen werden. In den letzten Jahren hat sich das geändert, weil die Juniorprofessur eingeführt wurde, weil es eine relativ starke Kritik daran gab, dass man irgendwie erst mit Ende 30 tatsächlich eine feste berufliche Perspektive hat. Es wurde diese Juniorprofessur eingeführt und die Juniorprofessur ist ein Habilitationsäquivalent. Das heißt, die zählt dann genauso viel sozusagen. Und man kann, nachdem man positiv bewertet wurde nach 6 Jahren auf der Juniorprofessur, auch berufen werden. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, die sich irgendwie Habilitationsäquivalent nennen. Das sind Nachwuchsgruppen, Leitungen. Also das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Einfach aus so einer Kritik an dem alten deutschen Weg, Promotion, Habilitation, Professur. Ich glaube, das durchschnittliche Berufungsalter von ProfessorInnen der Rechtswissenschaft liegt bei 38,5 Jahren oder so. Man wird halt relativ spät in seinem Leben, ist ja aus anderen beruflichen Perspektiven irgendwie gar nicht nachvollziehbar, dass man das erste Mal einen unbefristeten Vertrag mit 40 hat. So, und vorher wird man wissenschaftlicher Nachwuchs genannt. Okay, und jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wie ist denn gerade Stand jetzt 2021 die Lage? Also wie viele Arbeiterinnenkinder haben es in den letzten Jahren in Deutschland auf Professuren geschafft? Es gibt für Deutschland relativ wenig Zahlen. Es gibt eine Studie von Christina Möller, die wurde 2015 veröffentlicht. Und bei ihr sind es... Oh, Freck, sorry, ich habe gerade gesehen, ich hatte mich einmal kurz gemutet. Im Stream wurde meine Frage gerade gar nicht gehört. Mein Fehler, deswegen wiederhole ich es nochmal kurz. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und ich habe jetzt noch Freck gefragt, wie ist denn gerade die Lage, wie viele ArbeiterInnen-Kinder haben es auf Professuren geschafft? So. Also es gibt von Christina Möller eine Studie, die wurde 2015 veröffentlicht. Da hat sie sich angeguckt, wie viele Personen, und sie arbeitet mit so einem Modell sozialer Statusgruppen. Und da gibt es eine Statusgruppe, die ist niedrig bei ihr. Da sind dann ArbeiterInnenkinder mit bei. Das sind einfache Dienstleistungsberufe. Und sie kommt für, und das muss man vielleicht nochmal betonen, also sie hat alle ProfessorInnen in Nordrhein-Westfalen angeschrieben, hat da eine Rücklaufquote von, ich glaube, 25%. Also das heißt, ein Viertel aller Leute, die sie angefragt hat, haben so einen Fragebogen ausgefüllt, wo es auch um soziale Herkunft geht. Und bei ihr sind es so 11% oder 10, also irgendwie 10, 11%, wo man sagen könnte, das sind diejenigen, die Arbeiterinnen, Kinder sind unter den Professoren, Professorinnen. Jetzt ist die Frage, inwiefern man die Ergebnisse von Nordrhein-Westfalen auf alle Bundesländer übertragen kann. Da gibt es jetzt keine weitere Forschung, die das versucht mit anderen Bundesländern. Ja, genau. Also so 10%. Und dann gibt es ziemlich starke Unterschiede nach Disziplinen. Also die Rechtswissenschaft, das ist, Leute, die sich so ein bisschen mit Jura auskennen, das ist relativ geschlossen sozial. In der Rechtswissenschaft sind es nur 2%. Medizin ist ähnlich. Medizin hat irgendwie auch sehr wenige Arbeiterinnen und Kinder. Und andere Disziplinen wie die Erziehungswissenschaft. Interessanterweise ist, glaube ich, die offenste Disziplin Land- und Forstwissenschaft. Da sind am meisten Aufsteiger, Aufsteigerinnen. Nach ihren Daten. So. Es gibt noch so eine Studie von Lena Zimmer, die ist ganz spannend, zur Juniorprofessur, weil diese Juniorprofessur, ich habe das gerade versucht darzustellen, soll irgendwie das Modell der Zukunft sein.
Und da hat sie sich angeguckt, aber sie hat mit anderen, also die Studien sind manchmal sehr schwer zu vergleichen, weil die Leute mit unterschiedlichen Konzepten sozialer Herkunft arbeiten. Lena Zimmer arbeitet mit Bildungsherkunftsgruppen. Da nimmt man den höchsten formalen Bildungsabschluss der Eltern und bildet dann so Gruppen. Und Christina Möller arbeitet vor allem mit Berufsgruppen. Also da wird der soziale Status der Eltern anhand der höchsten Berufe im Elternhaus ausgewertet sozusagen. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man diese Studien vergleichen kann. Okay, wir haben eine Frage im Chat. Ich lese sie einfach mal vor. Frage: Könnten mehrere Bildungsstufen nicht aber auch einen umgekehrten Effekt haben, da mehr Menschen schon nach kürzerer Zeit in einen höheren Bildungsabschluss erreichen? Bei Jura zum Beispiel muss man ja auch viel Zeit investieren und wird im Notfall ohne Qualifikation dastehen, was mir spontan noch kontraproduktiver erscheint. Ja, das habe ich vorhin versucht mit diesem Bachelor-Master mit dieser Stufe zu sagen. Also früher gab es ein Diplom. Und wenn man das Diplom nicht geschafft hat, dann hatte man gar keinen Abschluss. Heute ist es so, wenn man irgendwie den Bachelor geschafft hat und vielleicht den Master nicht schafft, dann hat man immerhin den Bachelor und man hat einen Abschluss. Das Problem ist, also man kann sagen, dieses Bachelor-Master ist eine neue Selektionsinstanz. Mhm. Man hatte aber keine Daten zu dem Vordiplom. Und jetzt hat man die Daten und deswegen kann man sagen, es ist eine Selektionsinstanz. Also ich weiß nicht, ob's irgendwo beim DZW oder so Daten dazu rumfliegen, wie das ist, ob das irgendwie die Sicherheit gibt, zumindest den Bachelorabschluss zu haben sozusagen. Also man steht nicht, ja, wie irgendwie in der Frage erwähnt, man steht nicht ohne was da, sondern man hat dann seinen Bachelor im Gepäck. Und also das in der Rechtswissenschaft natürlich ein Riesenproblem. Okay, Thema Fachhochschulen, an die habe ich gedacht. Das ist ja eine ganz besondere Situation, weil um an der Fachhochschule zu studieren, brauchst du eben kein Abitur, abgeschlossene Ausbildung reicht. Wie sind da die Daten? Gibt es da, sieht es dort besser aus? Sind dort nur ArbeiterInnenkinder oder jedenfalls deutlich mehr? Klassischerweise war die Fachhochschule so ein Aufstiegskanal, würde ich sagen. Mhm. Also es ist immer noch so, dass es gibt diese Diskussion seit ein paar Jahren, dass Fachhochschulen Promotionsrecht haben möchten. Also man kann an der Fachhochschule keine Doktorarbeit schreiben. Es gibt mittlerweile ein paar Bundesländer, in denen das geht. Es gibt auch so Kooperationsmöglichkeiten. Und es ist klassischerweise so, dass in diesem Feld der Hochschulen die Fachhochschule ein schlechteres Standing hat. Und es ist so, dass mehr Aufsteiger und Aufsteigerinnen an Fachhochschulen gehen. Das hat auch was mit so einer Sicherheitsorientierung zu tun. Das hat, ja, also da sind die Unterschiede ziemlich massiv. Es gibt leider kaum Daten zur Fachhochschule, zu Professoren und Professorinnen an Fachhochschulen. Es gibt eine Dissertation aus, ich glaube 2005, über Fachhochschulen in Niedersachsen und die Bildungsherkunft von den Professoren, Fachhochschulprofessoren, Professoren in Niedersachsen. Die ist so mittelmäßig gut gearbeitet, die Dissertation. Deswegen ist das mit den Zahlen ein bisschen schwierig. Aber wenn man versucht, das zu vergleichen oder irgendwie sagt, das ist jetzt nicht der absolut sauberste Vergleich, aber dann zeigt sich, dass Professoren und Professorinnen an Fachhochschulen tendenziell eine niedrigere Bildungsherkunft haben als an Universitäten. Also so wie bei den Studierenden die Fachhochschule wesentlich offener ist für Aufsteiger, Aufsteigerinnen, ist es bei Professoren und Professoren auch der Fall. Kann auch was damit zu tun haben, man muss, und auch da gibt es Riesenunterschiede, aber man muss, um Fachhochschulprofessor oder Professorin zu werden, nach der Promotion gearbeitet haben. Also nicht nur irgendwie im Elfenbeinturm gewesen, sondern 5 Jahre Praxiserfahrung. Das wird wohl auch ein Grund sein, warum es da ein bisschen offener ist. Jetzt haben wir viel über Zahlen gesprochen. Du arbeitest ja eher in der qualitativen Forschung, also eher weniger mit Zahlen oder nur im Forschungsstand mit Zahlen. Ich habe mir überlegt, Fachhochschulen, könnte es da nicht vielleicht auch so einen gegenteiligen Effekt geben, wenn ihr immer analysiert, irgendwie ArbeiterInnenkinder haben im Uni-Kontext, im akademischen Feld, wie es Bourdieu vielleicht sagen würde, haben da so
Anpassungsprobleme, habituell, müssen alles erst kennenlernen, wissen nicht, wie ich mich verhalte, wie ich mich verhalten soll. Könnte es nicht an der FH dann fast so einen gegenteiligen Effekt geben, die, wenn da mal AkademikerInnen-Kinder landen, die wissen gar nicht, wie sie sich in der Mehrheit der ArbeiterInnen-Kinder verhalten sollen? Oder ist das nur Mutmaßung? Es gibt, ich glaube, Lars Schmidt heißt der, der hat geforscht, allerdings zu Studierenden. Der hat geforscht zu Studierenden an Fachhochschulen, und es gibt in der Forschung zu sozialem Aufstieg so eine These, dass Aufsteigerinnen, Aufsteiger sich an Universitäten fremd fühlen. Also so habituell sind da die ganzen Akademikerinnen, Kinder, und die verhalten sich anders und die Sprache ist eine andere an Universitäten und so weiter und so fort. Und deswegen fühlen sie sich fremd. Und Lars Schmidt hat das sich angeguckt für Fachhochschulen und kommt zu dem Ergebnis, dass Aufsteiger, Aufsteigerinnen an Fachhochschulen keine Probleme haben. Also nicht diese Passungsprobleme, diese Fremdheitsgefühle und so. Interessant, also ich finde auch deswegen die Frage interessant, ich habe für meine Masterarbeit auch Fachhochschulprofessoren und Professorinnen interviewt, und da gab es teilweise so die Tendenz irgendwie von so einem Klassenkampf von unten, wenn man so möchte. Also dass eine Professorin, die ich interviewt habe, meinte, wenn sich da Leute irgendwie mit so einem sehr akademischen Auftreten bewerben an der Fachhochschule in den Berufungsverfahren und so, dass sie die da nicht haben wollen. Also eher irgendwie so eine Art, so eine Gegenbewegung irgendwie zur Universität zu gründen. Das ist natürlich jetzt die Frage, das hat eine Professorin gesagt, wie das sich an unterschiedlichen Fachhochschulen verhält und so. Aber mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben davon berichtet, dass sie sich an Fachhochschulen einfach wohler fühlen. Also Aufsteiger, Aufsteigerinnen, dass sie sagen, an Fachhochschulen fühle ich mich wohler. Das ist nicht ganz so konkurrenzlastig, da ist irgendwie eine andere Umgangsweise. Das kann daran liegen, dass das auch sozialstrukturell ein bisschen anders zusammengesetzt ist. Und die Vermutung liegt nahe, nur fehlen dazu irgendwie die Daten. Man hat es noch nicht schwarz auf weiß sozusagen. Ein ganz anderer Aspekt. Wir wissen ja auch in Deutschland, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, ich hoffe, ich habe nicht falsch recherchiert, in Deutschland ist gerade kein einziger Universitätsrektor aus Ostdeutschland. Die kommen alle aus Westdeutschland, sind auch überwiegend Männer. Das ist ja eigentlich, und ich habe mich gefragt, in der DDR vor der Wende, da gab es natürlich auch Universitäten und Hochschulen. Weißt du dazu was? Da könnte man ja erstmal davon ausgehen, na gut, die materielle Ungleichheit war in der DDR jedenfalls deutlich geringer und auch dort fanden wissenschaftliche Karrieren statt. Gut, die Gesellschaft war auch ganz anders zusammengesetzt, aber weißt du da was, wie sich Leute, die in der DDR vielleicht wissenschaftliche Karriere gemacht haben oder dort aufgewachsen sind, wie hat das da funktioniert? Wie ungleich war das dort? Es gibt von Ingrid Miethe eine Studie dazu, zu DDR, und sie unterscheidet so drei Phasen und sagt, von 1945, also dann nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 1960 hat es was gegeben. Sie nennt das aktiv gegenprivilegierte Bildungspolitik, wo es ganz stark, also von 45 bis 60, ganz stark darum ging, Arbeiterinnen und Kinder an die Hochschulen zu bringen. Sie hat eine zweite Phase, die sie zwischen 1960 und 1970 veranschlagt, wo sie sagt, da ging es ziemlich aktiv um Frauenförderung an den Hochschulen in der DDR. Und dann schlägt das so ein bisschen um, also ich kenne die Daten jetzt nicht oder habe die nicht im Kopf, und sie sagt, Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre hat es in der DDR eine Phase gegeben, wo sich die Chancenstrukturen zwischen West- und Ostdeutschland angeglichen haben. Also im Westen waren die Chancen für Aufsteigerinnen und Aufsteiger immer viel beschissener als in der DDR. Aber irgendwie zwischen 70er und 90er Jahre hat sich das angeglichen. Und da haben sich dann angefangen, die gesellschaftlichen Eliten der DDR zu reproduzieren. Also während man von 45 bis 60 Aufsteiger aktiv gefördert hat, Aufsteigerinnen aktiv gefördert hat, hat man so 60er, 70er Jahre Frauen stark gefördert, und später gibt es so eine Reproduktion sozialer Ungleichheiten wie auch im Westen. Wir wurden das öfter schon gefragt, wenn wir das Buch vorgestellt haben, warum kein Professor aus Ostdeutschland oder keine Professorin aus Ostdeutschland dabei ist.
wir haben da nicht so drüber nachgedacht, als wir das Buch zusammengestellt haben oder die Leute angefragt haben. Ich habe einen Professor interviewt, der aus Ostdeutschland stammt. Wenn man sich Wissenschaftskarrieren anguckt, ostdeutscher Wissenschaftlerinnen, dann muss man sagen, dass die in den 90 oder ja, dann mit der Wende ganz schön viele Lebensläufe, Wissenschaftskarrieren beendet haben, zerstört haben, wenn man so möchte. Da gibt es Unterschiede zwischen den Disziplinen. Also so Naturwissenschaften wurden als ideologisch unbedenklich irgendwie angesehen. Da hat man gesagt, okay, keine Ahnung, mit Mathematik kannst du nicht viel falsch machen oder so. Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, vielleicht auch Geisteswissenschaften, das weiß ich gar nicht so genau. Aber da hat man nicht nur die Professoren fast alle rausgeschmissen, sondern auch den wissenschaftlichen Nachwuchs, wenn man so möchte. Also da wurde für mehrere oder für ein, zwei Wissenschaftlerinnen-Generationen wurden die ganzen beruflichen Chancen geschreddert. So, also da hat man echt viele Leute die Karrieren beendet und auch für den Nachwuchs. Interessant ist, dass dadurch, also es gibt so ein relativ spannendes Paradox, ich habe da mit zwei Kolleginnen einen Aufsatz drüber geschrieben, dass du in der DDR relativ viele Aufsteigerinnen und Aufsteiger hattest, die eine Wissenschaftskarriere machen konnten. Deren Karrieren wurden beendet, man hat die Stellen neu ausgeschrieben, man hat wie insgesamt ja viele irgendwie Westeliten importiert und das hat man auch bei den Professoren und Professoren gemacht. Und dadurch haben zum Teil Aufsteiger aus Westdeutschland, Aufsteiger aus Ostdeutschland verdrängt. Also viele Professoren und Professorinnen im Osten, die Aufsteigerinnen waren, wurden durch Leute aus dem Westen, die zum Teil auch Aufsteiger, Aufsteigerinnen waren, verdrängt. Die hatten im Westen dann bessere Chancen. Es wurden extrem viele Stellen neu ausgeschrieben, weil man die anderen rausgeschmissen hat. Die aus dem Westen hatten gute Chancen und sind in den Osten gegangen, so um da die Aufbau Ost zu betreiben. Keine Ahnung, wie sie es genannt haben. Also da hat man Schindluder betrieben, würde ich sagen. Ja, letztlich hat da die alle Wissenschaftler in der DDR eilt fast, was ja auch der Restbevölkerung nach der Wende so ging. Soweit der Blick in die Vergangenheit. Vielleicht mal eine Zukunftsperspektive. Jetzt liegt es ja in der Natur der Sache, dass ProfessorInnen eher älter sind, ohne ihnen zu nahe zu treten. Aber man wird halt einfach, ja, wie du hast gesagt, mit 38, ich glaube 40 ist gerade so der Altersdurchschnitt für alle, wird man halt erst berufen. Gibt es nicht so eine berechtigte Hoffnung vielleicht auch, dass einfach gerade oder bald in den nächsten Jahren viele ProfessorInnen, die vielleicht so fast noch Boomer-Generation sind, einfach in Rente gehen und so eine neue Generation an ProfessorInnen nachrückt? Du hast doch schon Junior-ProfessorInnen und so angesprochen. Die wesentlich stärker aus ArbeiterInnen-Kindern besteht? Oder ist das naiv? Ich würde sagen, es ist naiv. Also, wir haben uns angeguckt in einem anderen Aufsatz zusammen mit Christina Möller, es gibt eine ziemlich starke sozialstrukturelle Öffnung unter Studierenden durch Bildungsexpansion in den 60er, 70er Jahren. Trotzdem gibt es in den letzten 20 Jahren unter den Professoren und Professorinnen, die sie sich in Nordrhein-Westfalen angeguckt hat, eher eine soziale Schließung. Das heißt, obwohl mehr Studierende aus Arbeiterinnenfamilien kommen, hat sich das nicht. Also und du kannst ja die Generation zeitlich irgendwie vergleichen, kannst ja gucken, wie alt bist du als Student und dann rechnest du hypothetisch, wie alt bist du dann als Professor, Professorin. Und wenn du die Generation miteinander vergleichst, zeigt sich trotzdem, obwohl mehr Aufsteiger, Aufsteigerinnen Studium abgeschlossen haben, hat sich bei den Professoren und Professoren eher eine umgekehrte Tendenz gezeigt, dass sich das geschlossen hat in den letzten Jahren. Das ist ein Phänomen, was man auch in anderen Disziplinen findet, in denen sehr viele Frauen studieren und trotzdem an der Spitze sich das nicht niederschlägt. Also es studieren extrem viele Frauen diese Fächer, trotzdem sind irgendwie sind es überwiegend Professoren, die in dem Fach vertreten sind. Also nur weil viele auf den unteren Ebenen sozusagen viele Aufsteiger, Aufsteigerinnen sind, setzt sich das nicht automatisch um in
die Spitzen, die irgendwie anders besetzt sind von Aufsteigern und Aufsteigerinnen. Das kommt ein bisschen darauf an, was man in den nächsten Jahren auch für Berufungspolitik fährt. Es wird ja irgendwie auch diskutiert. Im letzten Jahr wurde relativ viel über Klassismus diskutiert. Ich glaube, Berlin hat das irgendwie mit aufgenommen, Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft in deren Diversity-Katalog, ob man sagt, man fördert da auch aktive Aufsteiger und Aufsteigerinnen. Aber diese ideale Wissenschaftlerinnen-Biografie, die darin besteht, dass man schon früh viel im Ausland war, dass man an Elite-Uni studiert hat, dass man dieses und jenes gemacht hat, die spielt halt Akademikerinnen-Kindern mehr in die Hände. Also, weil das auch, nehmen wir irgendwie so Cambridge, Harvard oder was auch immer, wo die Leute am besten herkommen sollen, das ist halt schweineteuer. Also, die Kohle muss man erstmal haben, um da studiert zu haben. Und ich hoffe, dass sich da was ändert. Irgendwie, ich glaube es nicht so richtig. Wieder, ihr werdet mich das heute noch öfter sagen hören, wieder der Hinweis an euch, wenn ihr Fragen an Freck habt, dann stellt die gerne im Chat. Ich würde nochmal auf die Grautöne und die Paradoxien so in deiner Forschung zu sprechen kommen wollen. Stellen wir uns mal ein Kind vor, das in eine AkademikerInnenfamilie geboren wird und ein Kind, das in eine ArbeiterInnenfamilie geboren wird. Und erstmal meine erste Frage, was ist das eigentlich, ein ArbeiterInnenkind? Wurde so ein bisschen klar, so richtig gibt es das gar nicht. Also sehr schwer zu definieren, gerade weil es da eben Leute gibt, die haben, würde man jetzt nicht unbedingt sagen, die nagen jetzt am Hungertuch oder so. Wenn wir uns ein Kind vorstellen, das Eltern hat, die haben beide ihren Meister gemacht. So eine vielleicht als Tischler, die andere als Fleischerin, haben vielleicht sogar ihren eigenen Betrieb, bekommen ein Kind. Und ein anderes Pärchen, beide Hochschulabschluss, aber prekär beschäftigt, befristet beschäftigt, weil die halt noch als wissenschaftliches Personal an der Uni arbeiten. Also Kinder, die in völlig unterschiedliche Familien geboren werden, die du sozialwissenschaftlich erstmal völlig unterschiedlich vermutlich kategorisieren würdest. Aber ich würde jetzt sagen, verschwimmen da nicht total beide Kategorien? Und inwiefern kann man da überhaupt noch davon sprechen, dass denn jetzt auf jeden Fall das ArbeiterInnenkind, wenn das an die Uni geht, privilegiert ist, wenn offensichtlich materiell eigentlich ist dem Kind, das in die Fleischer- und Tischlerfamilie geboren wird, dem es viel besser geht? Das kommt ein bisschen darauf an. Also in der Forschung wird mittlerweile stark dazu übergegangen, dass kulturelles Kapital, wird das dann genannt, also die Bildungsbestände der Eltern, dass die gegenüber ökonomischem Kapital stärker gewichtet werden. Also man sagt irgendwie, es ist wichtiger, was für einen Bildungshintergrund die Eltern haben, als wie viel Kohle die Eltern haben. Da müsste man sich tatsächlich diese Gruppen nochmal angucken von Meister, irgendwie Meisterin. Und das, also du hast natürlich recht, wenn ich soziale Arbeit studiert habe und ich habe einen Bachelor in soziale Arbeit gemacht und ich habe einen akademischen Abschluss, verdiene aber als Sozialarbeiterin irgendwie, was weiß ich, was sie so verdienen, nicht mega viel. Und ich habe andere, die verdienen das Doppelte, sind Maurermeister, mein Vater zum Beispiel ist Maurermeister, sind dann Maurermeister, verdienen irgendwie wesentlich mehr Kohle, ist die Frage, naja, wer hat denn jetzt eigentlich die schlechteren Chancen? Da müsste man sich die Gruppen irgendwie im Detail nochmal genau angucken. Ich glaube, oder mein Eindruck ist, und das drückt sich auch in diesen Bildungsherkunftsgruppen aus, wenn man sich die Bildungsherkunftsgruppen anguckt, mit denen das DZHW seit ein paar Jahren arbeitet, da wird einfach kulturelles Kapital als wichtiger angesehen. Ob sich das tatsächlich statistisch so zeigt, das wäre nochmal eine interessante andere Frage. Und das sind halt tatsächlich die Punkte, wo ich sagen würde, diese Großgruppe, wenn man sagt, irgendwie die Nicht-Akademikerin-Kinder, das ist so ein bunter Haufen mit so viel unterschiedlichen Benachteiligungen oder so oder Privilegierungen untereinander. Also nehmen wir die Gruppe, die du gerade genannt hast, beide Eltern vielleicht ein Meister, Kleinunternehmer oder wie auch immer. Und die vergleicht man mit Kindern aus, ich habe mit zwei Kolleginnen zu Langzeitarbeitslosigkeit auch geforscht.
Und man vergleicht diese beiden Gruppen irgendwie, Kinder von Langzeitarbeitslosen und Meister, die ja in dieser Kategorisierung in einen Topf geworfen werden, obwohl die sehr, sehr, sehr unterschiedliche Lebenschancen haben, dann ist ein bisschen undifferenziert, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es natürlich so, nur weil die Eltern viel, viel Geld verdienen, heißt es auch nicht, dass denen Bildungsinvestitionen so wichtig sind. Also kann natürlich sein, dass die irgendwie ein großes Haus haben und so, aber sagen, ja, also ich, keine Ahnung, habe Hauptschule und Meister gemacht, ich muss jetzt auch nicht so viel Geld in so Bildung stecken, weil die das vielleicht als nicht so wichtig ansehen oder so. Und also so kulturelles Kapital, man würde davon von ausgehen, das ist die Art, wie man spricht, die Art, wie man auch wie man auf die Welt guckt und so weiter, dass das in der Interaktion miteinander einfach vermittelt wird. Also wenn meine Eltern auf eine bestimmte Art und Weise mit mir sprechen, es gibt Untersuchungen darüber, über den Wortschatz von Kindern. Und wie groß der Wortschatz ist nach sozialer Herkunft. Und Kinder von Akademikern, Akademikerinnen haben einen größeren Wortschatz, weil die Eltern einen größeren Wortschatz haben und in den Gesprächen miteinander sich irgendwie dieses kulturelle Kapital überträgt, sozusagen. Interessanterweise sind Kinder von Nicht-Akademikern, Akademikerinnen motorisch besser aufgestellt. Also um das jetzt nicht so einseitig, einseitig zu belassen. Ja, und nicht alles kann dann das Geld ausgleichen. Ja, also, es kann aber auch schon viel, also wenn man das mit Bourdieu theoretisch fassen würde, der geht davon aus, es gibt kulturelles Kapital, es gibt ökonomisches Kapital und es gibt soziales Kapital. Und der geht davon aus, das lässt sich transformieren. Also ganz platt, wenn meine Eltern Kohle haben, mir das Studium finanzieren können und ich 2 Jahre länger studieren kann als Kinder, wo die Eltern nicht so viel Geld haben, vielleicht aber ein höheres kulturelles Kapital, kann ich in diesen 2 Jahren mein ökonomisches in kulturelles Kapital transformieren, weil ich länger lernen kann. Und wenn ich länger lernen kann und nicht die ökonomischen Zwänge habe, dann arbeiten zu gehen, kann ich mir das auch selber aufbauen, sozusagen. Bisschen sehr runtergebrochen, aber... Leuchtet ein. Ich würde das Thema einmal gern komplett auf den Kopf stellen und dich fragen, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wie schaffen wir es, ArbeiterInnen-Kinder hoch in der Hierarchie und was warten da für Hürden auf sie? Aber wir könnten uns ja auch fragen, warum gibt es diese Hierarchien überhaupt? Welche Funktion erfüllt so eine Professur und wäre nicht auch eine Wissenschaft, ein wissenschaftliches Feld vorstellbar, in dem es sowas gar nicht gibt? Weil letztlich, was wollen wir? Naja, alle sollen gute freie Forschung machen können, davon leben können. Warum, also jetzt wieder ganz naiv gefragt, ja, warum brauchst du es eigentlich? Wäre auch eine andere Welt denkbar? Das würde es ja auch wieder ArbeiterInnen und Kinder einfacher machen, wenn es die Hierarchien nicht gibt. Dann müssten sie sich auch nicht hochkämpfen. Also ich weiß nicht, es gibt ja in anderen Hochschulsystemen, da kenne ich mich aber nicht allzu gut aus, es gibt in anderen Hochschulsystemen andere Strukturen. Dieses, was du in Deutschland hast, dass man erst so spät berufen wird und vorher alle diese Lehrstuhlstrukturen. Es gibt einen Chef, Chefin, der ist Professor, Professorin und darunter ist so der ganze wissenschaftliche Mittelbau versammelt. Die sind alle abhängig von dieser einen Person, von der sie angestellt sind oder an deren Lehrstuhl sie angestellt sind. Das gibt es in anderen Ländern nicht so stark. Also Großbritannien zum Beispiel, da ist man relativ früh Lecturer, dann ist man unbefristet angestellt, wobei die in den letzten Jahren auch irgendwie so ein bisschen zurückrudern und die Verträge schlechter werden, aber da ist man nicht so abhängig von den Vorgesetzten. Und da gibt es diese starken Hierarchien, natürlich gibt es Hierarchien, es gibt Lecturer, Senior Lecturer, Full Professor und so, aber es gibt nicht diese Abhängigkeitsverhältnisse, an denen man angestellt ist. Trotzdem ist in Großbritannien auch, zumindest die Zahlen, die es gibt, die sind aus den 80ern, glaube ich, auch extrem sozial stratifiziert, wenn man so möchte, die Hochschulkarriere. Großbritannien hat hingegen irgendwie da den Nachteil, was heißt den Nachteil, aber in Großbritannien ist es so, dass Studium halt mega viel Kohle kostet. Und also auch da, die haben andere Mechanismen sozialer Schließung, wenn man so möchte. In Deutschland wird das, glaube ich, seit ein paar Jahren diskutiert, dass man diese Lehrstuhlstrukturen abschaffen könnte
und irgendwie mehr auf so gleicher Ebene mit Departmentstrukturen oder so arbeiten könnte. Ich kenne mich da zu schlecht aus, um zu sagen, das wäre jetzt der große Wurf und auf einmal wird es keine Ungleichheiten mehr in der Wissenschaft geben. Ich glaube, die wird es trotzdem weiterhin geben. Wenn die dadurch geringer würden, dann wäre das, aber ich glaube, das kann man sowieso erst herausfinden, nachdem man die abgeschafft hat. Also es gibt vielleicht Nahelegungen, wo man denken könnte, okay, Departmentstruktur oder so wäre dann gleicher. Vielleicht muss man nochmal dazu sagen, wenn man jetzt die ganze Zeit so ein Wissenschaftsbashing betreibt und sagt, die Wissenschaft ist so extrem ungleich. Wenn man sich das oder wenn man die Wissenschaft vergleicht mit, also Michael Hartmann hat das gemacht, das ist ein deutscher Elitenforscher und der hat in den frühen 2000ern, glaube ich, eine Untersuchung gemacht. Da hat er sich die soziale Herkunft von deutschen Eliten angeguckt und sich auch die Wissenschaft angeguckt. Und die Wissenschaft im Vergleich zu anderen Systemen, zur Wirtschaft, zur Justiz, zur Politik. Und im Vergleich sind die Eliten in der Wissenschaft wesentlich offener für soziale Aufsteiger und Aufsteigerinnen als zum Beispiel in der Wirtschaft. Also ich glaube, Wirtschaft ist immer so das Geschlossenste, was man da findet. Also es ist jetzt, kommt auf die Perspektive drauf an, wie schlimm man das findet. Okay, ganz kurzer Blick auf Corona, bevor wir zu einzelnen Punkten aus deinem Buch kommen, die ich sehr spannend fand. Die Corona-Pandemie wird ja oft so als Verstärker von sozialer Ungleichheit betrachtet. Im Studium können wir das auch sofort sehen. Plötzlich ist wichtig, oh, habe ich den teuersten Laptop zu Hause und eine tolle Webcam und ein gutes Mikrofon und oder einfach guten Internetanschluss, um irgendwie digital mein Studium bestreiten zu können. Gleichzeitig haben 30 bis 40% der Studierenden ihre Nebenjobs verloren in der Pandemie, strugglen da also auch finanziell. Befürchtest du da tut sich in den nächsten Jahren ein ganz, ganz großes Loch in der Statistik auf, was ArbeiterInnenkinder angeht? Ich würde sagen, es ist extrem naheliegend. Ne? Und nicht nur was das Studium angeht. Die Folgen wird man ja erst in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sehen. Wenn ich mir überlege, was Grundschule angeht zum Beispiel und Homeschooling oder was also Schule insgesamt angeht und Homeschooling, das sind zum einen diese ganz krassen materiellen Ungleichheiten. Also wenn ich, keine Ahnung, vier Kinder zu Hause habe, aber nur einen Laptop oder so. Dann sind erstmal die Zugangsbedingungen unfassbar ungleich, was Lernen angeht. Und dann ist natürlich, was heißt natürlich, aber auch wenn wir da wieder auf kulturelles Kapital zurückgehen, manche Eltern können ihren Kindern bei der Schule nicht so stark helfen wie andere. Also wenn die selber nach dem Hauptschulabschluss vielleicht noch ihre Berufsausbildung gemacht haben, ihr Kind aber aufs Gymnasium geht, dann ist es naheliegend, dass Eltern vielleicht mit dem Schulstoff überfordert sind, während andere Eltern, die irgendwie Homeschooling machen, aber selber sehr hohe formale Bildung genossen haben, ihren Kindern, die den Schulstoff, können sie natürlich auch nicht immer alles, ne? Aber grundsätzlich haben sie bessere Möglichkeiten, ihre Kinder selber von zu Hause zu unterrichten, was die Stoffvermittlung und so angeht. Und nehmen wir wieder irgendwie diesen Übergang aufs Gymnasium. Wenn ich jetzt in der vierten Klasse der Grundschule bin und dann diese Übergangsentscheidungen anstehen und ich vielleicht jetzt schlechtere Leistungen in der Schule bekomme, weil ich zu Hause nicht so gut lernen kann, weil meine Eltern mir das zu Hause nicht so gut beibringen können, weil ich nicht die Unterstützung habe, dann ist das jetzt eine Entscheidung oder im letzten Jahr war das eine Entscheidung. Dann geht jemand aufs Gymnasium oder nicht oder auf die Realschule oder was auch immer. Und wie sich das weiterentwickelt, das sehen wir erst in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wenn es jetzt um die Wissenschaftskarriere geht. Es ist aber extrem naheliegend, dass das Ungleichheiten massiv befeuert, eher als dass das uns eine gleichere Gesellschaft bringen würde. Und das natürlich in allen Bereichen, also auch in anderen Arbeitsmärkten. Ja. Dazu treffen wir uns dann in 3 Jahren nochmal, wenn die Daten dazu vorliegen. Also wie gesagt, wenn das so schnell geht, ne? Oder später. Ein Punkt aus deinem Buch, den ich, also in dem Buch gibt es viele spannende Punkte, aber der
Soziologe Aladin Elmar Falani schreibt in eurem Buch über eine ganz spezifische Untergruppe von ArbeiterInnenkinder, und zwar über die aus MigrantInnenfamilien. Und er schaut sich an, wie ergeht es eigentlich denen, wenn die versuchen, in der Wissenschaft aufzusteigen. Und er bringt das auf zwei Begriffe, die total abstrakt sind und man erstmal sich fragt, hä, was? Aber die Analyse dahinter finde ich extrem spannend und ich finde es schön, wenn du uns die einmal erklären könntest, wie es also ArbeiterInnenkindern aus MigrantInnenfamilien ergeht. Aladin Elmar Falani spricht davon, dass die in einer Sphärendiskrepanz und einem Erwartungsdilemma drin hängen, sage ich jetzt mal flapsig gewissermaßen. Was meint er damit? Ich hoffe, ich kann da irgendwie für ihn sprechen und seine Ergebnisse, seine Ergebnisse gut zusammenfassen. Mit Sphärendifferenz meint er, dass es für Migrantinnen anders als für dann Biodeutsche oder was auch immer, zwei Sphären gibt. Und natürlich wird es auch mehrere Sphären für andere geben. Aber im Kern sagt er, es gibt eine innere Sphäre bei Migranten, Migrantinnen, die aus so Familie, Verwandtschaft und ethnischer Gemeinschaft besteht. Die zweite Sphäre, die äußere Sphäre, ist bei ihm die Mehrheitsgesellschaft. Und gegenüber diesen beiden Sphären hat man sich als Kind von Migranten, Migrantinnen zu verhalten. Seine These ist jetzt, und ich glaube, es läuft auf dieses Erwartungsdilemma hinaus, dass Eltern, die migriert sind und die aus dem Grund migrieren, also bessere Lebenschancen für sich und ihre Kinder wollen, dass diese Eltern wollen, dass ihr Kind erfolgreich ist. Das Kind oder die Kinder dann aber, also die sollen bildungserfolgreich sein und irgendwie, ja, oder auf dem Arbeitsmarkt, aber die sollen, und ja, also Arbeitsmarkterfolg in Deutschland setzt in der Regel Bildungserfolg voraus, weil so die Zugänge geregelt werden. Mhm. Die Eltern wollen also, dass die Kinder erfolgreich sind. Gleichzeitig aber sollen die Kinder der inneren Sphäre, also der ethnischen Gemeinschaft, der Familie, Verwandtschaft gegenüber und dieser Lebensweise treu bleiben. Das Problem, was er dann sieht, ist, dass die Lebensweise der inneren Sphäre so ein bisschen in Konflikt tritt mit dem, was vom Bildungssystem erwartet wird. Also es sind zwei unterschiedliche, ja, Lebensweise, um bildungserfolgreich zu sein, müsste ich mich eigentlich von dieser traditionellen Lebensweise meines Herkunftsmilieus distanzieren. Gleichzeitig will ich irgendwie auch nicht mit der Familie brechen. Und dann ist so die Frage, wenn ich in der Mehrheitsgesellschaft erfolgreich sein will, dann werden bestimmte Verhaltensweisen von mir erwartet, dann wird eine bestimmte Lebensweise von mir erwartet, die aber mit meiner Herkunftsfamilie in Konflikt tritt. Und ich kann es nicht beiden recht machen, sozusagen. Entweder ich muss so ein bisschen brechen mit meiner Familie oder ich werde nicht bildungserfolgreich. Und ich glaube, das ist das, was er meint mit Erwartungsdilemma. Also zum einen habe ich hohe Erwartungen. Ich habe einen Professor, der ist später Fachhochschulprofessor geworden, den habe ich interviewt. Und der kommt, also seine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland migriert. Und der hat mir erzählt, dass seine Eltern immer gesagt haben, dass der Junge oder der Sohn Arzt werden soll. Der hat aber aufgrund so sprachlicher Probleme, war der auf eine Sonderschule. Der wurde irgendwie auf die Sonderschule geschickt. Gleichzeitig ist er von seinen Eltern irgendwie immer mit der Erwartungshaltung konfrontiert worden, du sollst mal Arzt werden. Und das natürlich irgendwie Sonderschule und Arzt zu werden, da liegen doch relativ starke Welten zwischen und man wird so ein bisschen überladen mit den Anforderungen. Weil, ja, es sind sehr, sehr hohe Erwartungen. Die These von Elmar Falani ist jetzt, dass diese hohen Erwartungen in deutschen Arbeiterinnenfamilien nicht vorherrschen. Und vielleicht ist da was dran. Ich habe bei den Interviews, die ich geführt habe, auch mit Leuten, die nicht migriert sind, also irgendwie die in Deutschland aufgewachsen sind und die Eltern, die aus Deutschland kommen, dass es trotzdem auch deutsche Familien gibt, die so einen Bildungsaufstieg forcieren für ihre Kinder. Also auch da gibt es dann sowas, was man dann Erwartungsdilemma und Sphärendiskrepanz nennen könnte. Gibt's auch, also lässt sich auch für deutsche Familien finden. Jetzt kann es trotzdem sein, dass das natürlich noch viel krasser ist in diesen Communities, die er sich angeguckt hat. So. Aber ich würde nicht sagen, irgendwie alle deutschen Eltern erwarten nichts von ihren Kindern, was Bildungserfolg angeht. Okay, aber allein spannend, dass ihr euch dann da auch widersprecht, obwohl ihr irgendwie im
Obwohl das ja euer gemeinsames Buch ist, gewissermaßen. Ich würde jetzt auch nicht großartig widersprechen. Ich würde nur sagen, es ist nicht so, dass es das für Deutschland gar nicht gibt und für irgendwie Biodeutsche nicht gibt. Okay, verstanden. Eine letzte, fast kontroverse Frage, glaube ich, bevor wir zu deiner Dissertation endlich kommen und zu den vielen Interviews, die du mit ProfessorInnen geführt hast. In eurem Buch haben viele davon berichtet, boah, ich tue mich total schwer damit, allein diesen Text zu schreiben, allein darüber zu berichten, hey, ich habe diesen Background, ich bin ein ArbeiterInnenkind. Viele sagen so, das ist fast so ein Tabu irgendwie, das zum Thema zu machen. Das ist so die eine Beobachtung. Und die zweite Beobachtung, andererseits haben alle den Eindruck, wir reden doch jeden Tag über Diversität. Jede Uni hat das heute als Aushängeschild. Wir sind divers, wir bemühen uns um Diversität. Wie passt das zusammen, dass irgendwie, ja, also wäre auch mein Eindruck, sehr viele Leute über Diversität sprechen und auch viele Organisationen, Universitäten und gleichzeitig dieses eine Merkmal der Klasse immer so ein bisschen oder im Zweifelsfall als erstes hinten runterfällt. Würdest du da erstmal zustimmen und wenn ja, wie erklärst du dir das? Also ich glaube, es ist ein bisschen Leben in die Diskussion gekommen. Letztes Jahr wird von manchen als das Jahr des Klassismus bezeichnet. Da sind relativ viele Veröffentlichungen zu Klassismus und Wissenschaft, beispielsweise von Riccardo Alteri. Aber unser Buch ja auch und noch diverse andere Bücher, Solidarität und Klassismus ist, glaube ich, ein anderes, erschienen, die so ein bisschen Leben in die Diskussion gebracht haben, um Klasse als Diversitätsmerkmal. Es gibt so eine Charta der Europäischen Union zu Diversität, die ist, glaube ich, aus 2005, kann ich mich aber auch irren. Da spielt Klasse auch keine Rolle. Also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen untergeht oder stark untergeht, wahrscheinlich sogar. Es gibt von, ich glaube aus 2018, einen Aufsatz, wo es genau darum geht, dass Klasse oder soziale Herkunft die vergessene Dimension des Diversitätsdiskurses ist. Und ich glaube, der Grund ist ein bisschen, es gibt in diesen ganzen Diversitätsdiskussionen zwei größere Strömungen. Eine, die tatsächlich auf so, und die vermischen sich natürlich auch, aber dieser Diversitätsbegriff kommt auch stark aus der Organisationsforschung, wo es darum geht, Märkte zu erschließen, Kapitalmärkte zu erschließen oder nicht nur Märkte zu erschließen, Potenziale zu erschließen. Und ich glaube, in Klasse oder sozialer Herkunft wird nicht so viel Potenzial gesehen von Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch gesellschaftlich vielleicht, wie in anderen Diversitätsmerkmalen. Und das ist ganz interessant, weil es in den 60er Jahren, es gibt diese Diskussion in den 60er Jahren schon von Dahrendorf, da wird dann von Begabungsreserven oder so gesprochen, dass man die aktivieren müsste. Also die Arbeiterinnenkinder, die irgendwie schlaue Köpfchen sind, noch aus den Familien, die stärker fördern und so. Tatsächlich müsste man wahrscheinlich sich das so diskursanalytisch angucken oder so, warum Klasse so rausfällt. Ich würde das sofort unterschreiben und sagen, da, also in den ganzen Diversitätspolitiken findet das jetzt nicht so die Beachtung, die es eigentlich finden könnte, wahrscheinlich auch sollte. Aber also ich kann nur darüber spekulieren, was die Gründe sind. Mhm. Es gibt einen anderen Aufsatz aus 2015 von Bettina Heinz, die argumentiert, dass irgendwie im Vergleich zu Ethnicity oder Race in den USA und Geschlecht, Klasse einfach nicht mehr den gesellschaftlichen, dass es kein Identitätsangebot gibt. Also es gibt keine Arbeiterklasse mehr, mit der man sich irgendwie, der man sich zugehörig fühlen könnte, die als eigene Identitätszuschreibung was taugt. Und deshalb, weil es als eigene Identitätszuschreibung nichts taugt, taucht das da nicht so stark auf. Ich glaube, darüber lässt sich streiten, was der Grund ist dafür. Die Beobachtung würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass Klasse fehlt oder zumindest stärker gemacht werden könnte. Kommen wir Von Universitäten, auch von der Universität Bielefeld zum Beispiel. Okay, ist notiert.
Kommen wir zu deiner Dissertation. Vorher aber noch der Hinweis, falls neue ZuschauerInnen dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Und falls ihr Fragen an Freck habt, dann stellt die doch gerne im Chat. Freck, du arbeitest gerade daran, dass wir dich bald als Dr. Freck Blume Dr. ansprechen Freck. Müssen. Dr. Freck, genau. Für dich Dr. Freck. Dr. Freck, okay. Jedenfalls, dass du bald einen Doktortitel trägst. Warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Vermutlich, weil ich da so reingeschlittert bin. Also ich habe 2015 in einer linken Zeitschrift, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für die konkret, eine Rezension zu einem Aufsatz von Christina Möller gelesen, in dem sie, wir haben über die Studie gesprochen, in dem sie irgendwie herausgearbeitet hat, dass 10% Arbeiterinnenkinder nur an Universitäten lehren. Und ich habe mich so im Studium, Soziologiestudium an der wunderbaren Uni Bielefeld, viel mit Ungleichheiten beschäftigt und bin über diesen Aufsatz, also wir müssen so eine Lehrforschung machen, so ein kleines Forschungsprojekt im Studium, und bin über diesen Aufsatz auf das Thema so ein bisschen, also weil auch in der Lehre spielt das Thema irgendwie Klassenungleichheit nicht so die Riesenrolle, zumindest meinem Eindruck nach nicht. Also ich habe mich viel mit Geschlechterungleichheiten, irgendwie mit auch so Antisemitismusforschung und so im Studium beschäftigt, bin relativ spät zu dem Thema über diesen Aufsatz gekommen von Christina Möller. Und dann habe ich angefangen, Interviews zu führen mit Aufsteigern, Aufsteigerinnen, jetzt nicht nur Professoren und Professorinnen, sondern auch Leute, die dann irgendwie promoviert haben und so. Und das Thema hat mich gepackt, wenn man so möchte. Da habe ich meine Masterarbeit geschrieben und habe dann weitergemacht und daraus irgendwie die Promotion gemacht. Und der Grund dafür... Anderer Job war keine Option, nach dem Master aufhören und... Habe ich nicht großartig drüber nachgedacht, tatsächlich. Also ich habe die Masterarbeit geschrieben und hatte da Lust, irgendwie noch weiter dran zu arbeiten. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, das zu machen. Sonst hätte ich, also hätte das nicht geklappt, hätte ich mir was anderes gesucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in ein Studium gegangen bin mit der Vorstellung, dieses und jenes möchte ich machen. Ich habe so ja, irgendwie einfach planlos Interessen verfolgt und bin dann da so drin gelandet. Was unterscheidet eigentlich eine Dissertation von der Masterarbeit? Ist es einfach nur größer und noch so ein bisschen komplexer oder musstest du da auch wirklich irgendeinen Skill neu lernen bisher? Also ich glaube, es ist größer und komplexer. Punkt. Es sind auch die Anforderungen sind, glaube ich, auch einfach andere, was man macht. Also während so dieser typische Dozentinnenspruch vielleicht, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Bei einer Dissertation wird schon mehr auf so wissenschaftliche Eigenleistung Wert gelegt. Also dass man vielleicht tatsächlich der wissenschaftlichen Diskussion was Neues hinzufügt. Ich glaube, also wenn ich das so sagen kann, glaube ich, habe ich das mit der Masterarbeit schon auch versucht. Aber die Anforderungen sind doch nochmal andere. Gleichzeitig muss man es vielleicht auch nicht größer reden, als es ist. Also ich glaube, das ist auch mein eigener Anspruch, dass ich da irgendwie mehr Zeit investiere, als man, also man könnte es auch schneller schreiben, so, und man könnte auch mit weniger Arbeit zum Ziel kommen. Und was mich manchmal ein bisschen ärgert, ist mit so Literaturverwaltungsprogrammen, dass man denkt, irgendwie hätte man vorher schon mitarbeiten können und so, wenn man gewusst hätte, dass man eine Disch schreiben will. Es ist halt einfach dadurch, dass es komplexer ist, man muss mehr Material bewältigen, man muss mehr Texte irgendwie bewältigen und so. Das ist insofern, glaube ich, anspruchsvoller. Und ob ich 80 Seiten schreibe oder 300, das muss ja in sich auch stimmiger sein. So, und da muss man mehr bedenken. Es ist irgendwie, ja, größer und komplexer trifft es, glaube ich, ganz gut. Jetzt schreibst du deine Doktorarbeit nicht an der Uni, sondern an einem Institut in Hannover, am Leibniz Center für, ich wechsle immer die Reihenfolge, für Wissenschaft und Gesellschaft. Darum ist die Reihenfolge, ne?
Hat das Vorteile für dich, Nachteile? Ist das egal oder war das auch eine bewusste Entscheidung, dass du es da gemacht hast und nicht an der Universität? Nö, das war, weil die Stelle da ausgeschrieben war, ich auf die Stelle gepasst habe. Ich glaube, man muss nochmal unterscheiden, das ist ja ein universitäres Institut. Also es gibt ja auch Institute, die mit Uni nicht so direkt zusammenhängen. Okay. Da ist es vielleicht nochmal was anderes. Der Unterschied ist, glaube ich, nicht so groß bei uns. Also ich habe da angefangen, als es eine Universitätsgründung, eine Institutsgründung, das Institut ist noch nicht so alt, ich glaube jetzt 4 Jahre alt. Ich bin so der Erste, der damit angefangen hat, da eingestellt wurde. Und ja, aber also ich kann es dir nicht so richtig sagen, weil ich nicht an dem Institut promoviert habe. Okay. Deswegen glaube ich, sind die Unterschiede nicht so groß, weil das ein Universitätsinstitut ist und deswegen glaube ich, nicht so massive Unterschiede sind. Okay, dann zu den Interviews. Du hast schon gesagt, du hast auch für die Masterarbeit schon recht ähnliche Interviews geführt. Wie lief das? Haben die dich alle mit offenen Armen empfangen und ja, Herr Blume, kommen Sie her, ich quatsch Ihnen einen ans Ohr oder wie auch immer die Formulierung ist. Wie war da deine Erfahrung, Leute zu finden, die mit dir sprechen wollen und wie hast du die ausgewählt? Du hattest ja die potenzielle Auswahl von 10% von 48.000, 4.800 Profs, mit denen du potenziell hättest sprechen können. Also sehr unterschiedlich. Manche, vielleicht erstmal zur ersten Frage mit offenen Armen empfangen, mal so, mal so. Also manche hatten Bock über das Thema zu sprechen, weil es vielleicht auch oder weil es nicht so ein Riesenthema in der Uni selbst ist. Und man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Masterarbeit und dann Promotion. Also gerade in der Rechtswissenschaft habe ich die Erfahrung gemacht, für die Masterarbeit, dass Professoren und Professoren gesagt haben, oh nee, jetzt irgendwie, also nicht so direkt zu mir gesagt, aber eine Masterarbeit ist halt nur eine Masterarbeit und dafür jetzt ein Interview zu geben und so, ich habe sowieso nicht so viel Zeit oder vermeintlich nicht so viel Zeit, das ist mir irgendwie zu blöd. Also ich habe Leute, Professoren angefragt und geschrieben, irgendwie für ein Forschungsprojekt suche ich Interviewpartnerinnen dieses und jenes Thema und dann haben sie gesagt, ja, mega. Haben auch nicht ja mega geschrieben, natürlich, aber haben ihr Woher Interesse bekundet. wusstest du überhaupt, dass die ein ArbeiterInnenkind sind? Es gab zum Beispiel, um das jetzt mit der Fachhochschule nochmal das Beispiel zu bringen, gab es auch so Veranstaltungen tatsächlich für Aufsteiger, Aufsteigerinnen, wo dann andere Aufsteiger, Aufsteigerinnen gesprochen haben und die habe ich gefragt. Dann gibt es, man nennt das in der, ja, gut. So ein Schneeballprinzip. Du fragst dann Leute, mit denen du schon gesprochen hast, kennt ihr Leute? Ich war bei der Arbeiterkind.de-Gruppe in Bielefeld selbst, habe darüber Leute gefunden, Professoren, Professoren, über das Netzwerk. Ich habe teilweise Rundschreiben, es gibt so Fakultätsverteiler und da habe ich Rundschreiben geschrieben und dann irgendwann auch über Leute vom Institut, an dem ich arbeite, kennt ihr wen und so, kennt ihr Interviewpartner, Partnerinnen. Also viele unterschiedliche Wege, über die das gelaufen ist. Genau. Du hast schlussendlich Zusagen bekommen. Allein für deine Dissertation haben knapp 30 Leute mit dir gesprochen, 30 Profs, die es aus ihrem ArbeiterInnen-Background auf eine Professur geschafft haben. Also echt einen langen Weg. Vielleicht noch mal, also Ja. das ganze Studiendesign ist vergleichend angelegt. Ich habe, glaube ich, da 22 Aufsteiger, Aufsteigerinnen interviewt und Leute, die aus sehr bildungsbürgerlichen Familien kommen, wenn man so möchte. Die stellen den anderen Teil des Samples dar. Also ich habe nicht nur Arbeiterinnenkinder oder soziale Aufsteigerinnen interviewt, sondern auch Leute, die, man kann das sozialstrukturelle Reproduktionsfälle nennen, wo die Eltern schon eine sehr hohe sozialstrukturelle Position, also Bundestag oder selber Professor, Professorin oder was auch immer, die eine hohe sozialstrukturelle Position eingenommen haben, um das vergleichen zu können. Also es ist ja schwierig, wenn ich mir Lebensgeschichten angucke und erzählen lasse und ich habe keinen Vergleichsmaßstab und gucke mir nur Aufsteiger, Aufsteigerin an, zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich das Spezielle an deren Lebensgeschichten? Dafür brauche ich eigentlich den
Vergleichshorizont. So, sonst kann ich zwar sagen, ja, das zeigt sich da, das sind so Muster, aber mir fehlt der Kontrast. So, und deswegen besteht das Sample von diesen 30 Professoren und Professorinnen zum Großteil aus AufsteigerInnen, aber auch aus so Reproduktionsfällen oder wie man sie nennen möchte. Okay, um da den Unterschied zu sehen. Gut, dass du es nochmal klarstellst. Dann hast du einen Termin, du triffst dich mit denen. Ich glaube, alle Interviews haben auch vor Corona stattgefunden, deswegen auch noch in Person, in Präsenz. Ja. Wie läuft das? Wo schnackt man dann erstmal ein bisschen und worüber sprichst du dann mit denen? Also ich kann mir vorstellen, ich glaube, 2 Stunden habt ihr immer so abgemacht oder 1,5 Stunden. Das ist ja eine lange Zeit, die man erstmal füllen muss. Wie läuft das? So ein Gespräch, so ein typisches. Unterschiedlich, es kommt so ein bisschen auf die Leute an, mit denen ich gesprochen habe. Und manche haben mir dann auch mehr Zeit zugesagt und dann ist aber noch was dazwischen gekommen. Und dann war es so ein bisschen wie so ein, also in wenigen Interviews, ein bisschen wie so ein Arzttermin. Die stehen alle unter Zeitdruck, man geht so rein und dann fällt man so mit der Tür ins Haus. Andere haben sich wesentlich mehr Zeit genommen, da war Zeit kein Problem und dann ist das halt irgendwie so ein typisches Mold. Also mit manchen habe ich vorher telefoniert, mit manchen habe ich den Termin per E-Mail abgesprochen. Wenn man vorher schon mal gesprochen hat oder sich woanders schon mal gesehen hat, dann ist irgendwie noch ein anderer Umgang miteinander, als wenn man das nur per E-Mail abgemacht hat. Und dann, weil das, also ich habe wenige Leute oder für die Disc glaube ich fast niemanden, oder niemanden aus Bielefeld interviewt, dann sind so irgendwie Smalltalk über die Stadt oder wie die Anfahrt war oder so. Einige wollten dann gerne über das Forschungsvorhaben sprechen und da habe ich versucht, die zu vertrösten irgendwie auf nach das Interview. Weil wenn du vorher über dein eigenes Vorhaben sprichst, dann werden schon so, also man möchte das irgendwie in der qualitativen Sozialforschung sagt man, den Relevanzstrukturen der Interviewpartnerinnen folgen. Also wenn ich vorher bestimmte Themen anspreche und groß mache, dann werden die vielleicht von den Interviewpartnerinnen wieder aufgegriffen und dann wird über irgendwas gesprochen, was für die vielleicht gar nicht so wichtig ist, was aber mir oder vorher in dem Gespräch als wichtig markiert wurde sozusagen. Und deswegen haben wir oder war vorher vornehmlich so Smalltalk. Was man dann macht, ist so eine, oder was ich dann gemacht habe, ist über Datenschutz kurz zu sprechen, Datenschutzerklärungen zu unterzeichnen, irgendwie zu sagen, ja, jetzt läuft das Aufnahmegerät gleich, ich würde das gerne anschalten, aufnehmen, also dass man das vorher alles besprochen hat, sich unterzeichnen lässt und so weiter. Und dann beginnt das Interview. Du musstest ihnen ja sogar sagen, potenziell veröffentliche ich ihr Zitat sogar in einem Buch, oder? Ja, also in der Datenschutzerklärung steht, dass Ausschnitte aus dem Interviewmaterial für eine Buch- oder ja, für die Dissertation veröffentlicht werden können. Was man trotzdem macht, und also die Leute gehen da sehr, sehr unterschiedlich mit um. Manchen war das mega wichtig. Andere haben gesagt, ja gut, irgendwie in Zeiten von Facebook, wo sowieso jeder, jede alles öffentlich teilt, ist mir das auch egal, was da steht. Trotzdem muss man zumindest zusichern, alles Mögliche getan zu haben, dass die Personen nicht rekonstruiert werden können aus dem Interviewmaterial. Normalerweise ist es in der Biografieforschung so, oder viel in der Biografieforschung, dass man sehr stark mit einzelnen Biografien arbeitet. Und weil das schwierig wird, weil man dann relativ, also es gibt, du hast ja gesagt, es gibt nicht so extrem viele Professoren und Professorinnen in Deutschland. Ich habe 2 Disziplinen mir ausgewählt, die Rechtswissenschaft und die Erziehungswissenschaft. In beiden gibt es so um und bei 1000 ProfessorInnen, ein bisschen mehr. Das ist ein sehr kleines Feld. Potenziell ist es sogar so, dass es ein Thema ist, was Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler interessiert. Die können sich theoretisch untereinander kennen. Wenn ich jetzt ziemlich ausführliche so Fallporträts über die Lebensgeschichte, wenn ich die ganze Geschichte nochmal auftische, sozusagen in so einem Buch von einer Person, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erkannt wird von anderen, gar nicht mal so gering. Deswegen bin ich von so typischen Darstellungssachen ab und habe da auch mit denen drüber gesprochen und gesagt, so sieht's aus, ihr seid ein kleines Feld irgendwie, um nicht wiedererkannt zu werden, mache ich keine Falldarstellung, keine Fallporträts.
Spannend, das heißt, da hat der Datenschutz dein potenzielles Forschungsvorhaben ja ein Stück weit schon eingeschränkt. Nicht, dass es schlecht wäre, aber spannende Beobachtung. Ja, und gleichzeitig ist die Frage, wie geht man damit um? Also wenn du, und da gibt es ja Sachen, da ist es noch viel, viel tragischer. Also nehmen wir irgendwie Kriminalität, Gewalt oder was auch immer, wo Datenschutz eine Riesenrolle spielen muss. Nicht zu bestimmten Themen zu forschen, nur weil das mit dem Datenschutz schwierig wird, ist irgendwie, finde ich, auch keine Option. Also. Wie lief dann so ein typisches Interview ab? Was hast du die ProfessorInnen gefragt? Ich habe einen Zugang gewählt mit biografisch-narrativen Interviews, nennt man das in der Sozialforschung, die oder der sehr offen war. Also ich habe die Leute darum gebeten, das ist dann so der Opener sozusagen im Interview. Ich würde sie bitten, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Alles, was ihnen persönlich wichtig ist, nehmen sie sich so viel Zeit, wie sie möchten. Ich würde währenddessen nur zuhören und mir Notizen machen. Also sehr offen nach der Lebensgeschichte gefragt. Jetzt ist es so, dass so eine Frage teilweise ein bisschen überfordern kann. Also weil Lebensgeschichte ist ja irgendwie alles. Und dann Rückfragen kommen. Das nennt man in der Sozialforschung Ratifizierungsphase, dass Leute sagen, okay, worüber soll ich denn jetzt reden? Also Lebensgeschichte ist irgendwie ein bisschen viel. Und dass man Wo dann fange ich denn eigentlich. an? Genau, dass man eigentlich sagt, naja, was Ihnen jetzt wichtig ist, und dann läuft es manchmal darauf hinaus, dass man sich geeinigt hat nur auf die Wissenschaftskarriere. So, dass Sie sagen, okay, aber Sie wollen ja eigentlich über meine berufliche Laufbahn, dass man sagt, ja, dann erzählen Sie irgendwie Ihre berufliche Laufbahn, aber was damit zusammenhängt. Und das ist die Eingangs-Erzählaufforderung, wenn man so möchte. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie viel die Leute erzählen möchten. Also ich habe Interviews, die gehen 1,5 Stunden und 1 Stunde 20 ist nur diese Lebensgeschichte, die erzählt wird. Manche, also ich glaube, das Kürzeste, was ich habe, liegt so bei 5 Minuten oder so von einem Rechtswissenschaftler, der irgendwie so ein bisschen, wie man so sein CV vorlesen würde, irgendwie einfach nur da und da und da und da und da war ich so. Ja, und also von diesen 5 Minuten bis irgendwie 1,5 Stunden findet sich, ich habe auch noch längere, also für die Diss jetzt selbst nicht, aber ich habe teilweise auch noch längere Interviews geführt, die so 3 Stunden gingen oder so. Nee, für die Diss auch, ja. Und was nach dieser Eingangserzählung sozusagen, also wenn jetzt jemand seine Lebensgeschichte erzählt hat, was man dann macht, ist bestimmte Themen aufgreifen. Also wie, ja, vielleicht nee, noch ein bisschen anders als in diesem normalen Gespräch, aber wenn Sachen unklar geblieben sind oder jemand erzählt kurz was sagt, ich war irgendwie ein Jahr im Ausland oder so, dass man dann sagt, ah, okay, Sie haben gesagt, Sie waren irgendwie da und da, können Sie dazu noch mehr erzählen? Also eine relativ offene Frage, dass man über diese Lebensphase, man steuert eine bestimmte Lebensphase beispielsweise an und sagt, können Sie mir noch mehr über Ihr Studium in ja, was auch immer, in München erzählen. Ist da mal richtig was schiefgegangen bei so einem Interview? Was heißt schiefgegangen? Also es gibt Situationen, jetzt forsche ich zu einem relativ oder vergleichsweise unproblematischen Thema. Also ich habe keine Forschung zu Traumata oder Gewalterfahrung oder was auch immer. Trotzdem gibt es Leute, Aufsteiger, Aufsteigerinnen zum Beispiel, die ziemlich stark mit ihren Eltern gebrochen haben. Oder ihre Eltern mit ihnen oder sie mit ihrem Elternhaus zusammen, wie auch immer. Und wenn man dann Leute hat, die ja 50 oder 70 oder was auch immer sind und die über ihr Elternhaus erzählen und dann auf einmal anfangen zu weinen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist schiefgegangen, aber es ist natürlich eine Situation, die einen auch überfordern kann, wenn man sich kaum kennt und das geht jemandem emotional so nah, dass die Person anfängt zu weinen. Ich hatte auch andere Interviews, in denen so traumatische oder Gewalterfahrungen aus der Kindheit oder so zur Sprache kommen. Dann ist immer so, also ich habe keine psychologische Ausbildung. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um jetzt?
in der Literatur, aber das, so Buchwissen ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man Leuten jetzt irgendwie gegenüber sitzt. In der Literatur wird irgendwie betont, wie wichtig das ist, dass die Leute sich da rausreden. Oder ich habe ein Interview geführt, was ich irgendwie extrem krass fand, weil von dem Professor die Kinder gestorben sind mit zwei. Also er hat zwei Kinder verloren in sehr jungen Jahren. Und das ist schon, ich würde jetzt nicht sagen, das ist schief gegangen. Also ich habe da jetzt irgendwie kein Mist gebaut. So. Oder das Interview war falsch, in Anführungszeichen oder so. Aber damit muss man auch erstmal als Zuhörender irgendwie oder Zuhörende irgendwie umgehen. Schon geht einem ja auch nahe, wenn jemand, also der ist dann zu seinem Schrank gegangen irgendwie und hat das Bild von dem Kind, als der Junge irgendwie zwei und auf dem Bobbycar saß und so, hat das dann auf den Tisch gestellt und irgendwie das schon, ja, schon tough. So. Und rausreden bedeutet dann, dass die Personen, die du interviewst, quasi selbst wieder von dem Thema wegfinden und ihre Erzählung fortsetzen? Oder was meinst du damit? Ja, also dass man sie einfach weiter erzählen lässt und jetzt nicht irgendwie da jemanden in den Arm nimmt und sagt, tut mir mega leid und was auch immer, sondern dass die Person weiter erzählt und dann wieder, wieder rausfindet aus dem... also es gibt auch Forschung zu so therapeutischen Wirkung von solchen Interviewformaten, dass man damit irgendwie auch, dass das auch was Befreiendes haben kann. Aber wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Passt perfekt zu meiner nächsten Frage. Okay. Weil, damit sich das nochmal alle vorstellen können, also du sitzt dann da in einem Raum mit einem Professor, einer Professorin und teilweise passiert es, dass die eigentlich 90 Minuten am Stück reden und du nicht ein einziges Wort sagst. Ja. Was glaubst du? Also du hast jetzt schon gesagt, das kann vielleicht therapeutisch wirken, aber da kann ja teilweise auch noch, also es ist ja wirklich auch ein Zeitinvestment, die erzählen dir, einer Person, die sie nicht kennen, die komplett fremd ist, die irgendwas dann darüber schreibt, daran forschen möchte, das kleinteilig analysiert. Das ist ja auch so ein bisschen gruselig, wenn man sich das vorstellt. Mhm. Was glaubst du, warum lassen die sich überhaupt darauf ein? Warum reden die mit dir? Da gibt es in der Forschung unterschiedliche Argumente, warum sie es machen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, was sie mir sagen, warum sie das machen, warum die bei so einem Interview teilnehmen, dann ist es so, dass einige sagen, naja, ich bin Professorin in der Erziehungswissenschaft, ich forsche selber qualitativ, wir fragen andauernd Leute irgendwie, ob die nicht an unserer Studie mitmachen wollen, da muss ich ja auch mal irgendwie der Forschung was zurückgeben sozusagen. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, das ist ein Thema, was ich so wichtig finde, dass ich gerne an so einer Studie teilnehmen möchte. Dann hast du Leute, also das ist so eine Form von Sozialkapital, du fragst irgendwen, kennt ihr jemanden, die fragt dann irgendwen anders und dann ist es so ein bisschen Gefallen für einen Bekannten. Ich nehme mir die Zeit irgendwie für so ein Interview, weil ich die Person kenne, der einen Gefallen tun möchte oder so. Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe. So in der Forschung wird dann so ein bisschen über, gerade bei Elitenforschung, so darüber philosophiert, dass Leute auch manchmal einsam sind, also gerade von so großen Unternehmen. Keiner hat so richtig Bezug zu ganz normalen Menschen, in Anführungszeichen. Und dann will man einfach sich was, ja, von der Seele reden sozusagen. Da gibt es, oder auch sich einfach selbst darstellen. Also über sich selbst zu reden kann ja auch schmeicheln, wenn man gerade bei einem Thema was, also es ist eine erfolgreiche Karriere, so, und dann kann man nochmal irgendwie vor Fremden sich so darstellen. Das hat mir jetzt natürlich niemand gesagt, dass man gesagt hat, ich hätte Bock irgendwie 1,5 Stunden nochmal mein großartiges. Und es ist natürlich, wenn man so möchte, auch eine Möglichkeit, über sich selbst zu reflektieren. Also es ist so ein Interview-Setting, wo die 1,5 Stunden Leute zuhören, ohne selber was zu sagen, ist eine Möglichkeit, auch mal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also es hat ja schon fast irgendwie was von so einer Psychotherapie, dass man im Reden und das wird dann auch gesagt, so von wegen, oh, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oder jetzt, wo ich drüber rede, fällt mir ein, das oder so, dass einem, ja, dass es so eine Reflexionssituation ist, die, wann hast du mal mit jemandem 1,5 Stunden gesprochen,
Und nur du hast gesprochen. Also wo kommt das im Alltag vor, dass man solche Gespräche hat? Glaubst du, die erzählen dir immer die Wahrheit? Oder wenn wir das jetzt gerade auch Selbstdarstellung genannt, wie viel beschönigen die auch, wie toll und großartig ihre Karriere geklappt hat? Das ist eine relativ gängige Kritik so an Biografieforschung, dass dann gesagt wird, ja, aber lügen die dann nicht oder erzählen die dir keinen Quatsch oder genau, also wie viel ist daran wirklich wahr? Und natürlich ist das eine subjektive Perspektive. Also selbst wenn ich denke, das, was ich erzähle, ist alles wahr, muss das, was ich erzähle, also ich kann mich auch über mich selber täuschen sozusagen. Ich kann eine verschrobene Perspektive auf mich haben, ich kann ideologisch verblendet sein, was auch immer. Trotzdem ist es so, da nehmen sich Leute Zeit, die vielleicht auch knapp ist. Und nehmen sich die Zeit und erzählen jemandem was. Warum soll ich das machen, um Leuten heftig eins in die Tasche zu lügen? Natürlich sind da Elemente bei, die was haben von Selbstdarstellung, die ich vielleicht selber in meinem Leben nicht durchschaut habe, sozusagen. Die Annahme ist, wenn man das jetzt auf so eine grundlagentheoretische Perspektive bringen wollen würde. Ich weiß nicht, ob solche Ausführungen hier irgendwie jetzt mega Not tun, aber die Annahme ist, wenn Leute ihre Lebensgeschichte erzählen, dann gibt es bestimmte Darstellungszwänge. Wenn ich anfange, dir irgendwie über meine Erfahrungen während der Schule zu erzählen, dann gibt es sowas wie, das nennt sich Detaillierungszwang, Gestaltschließungszwang, und Kondensierungszwang. Kondensierungszwang heißt, wir haben vielleicht eine halbe Stunde Zeit, ich will dir was über meine Schulzeit erzählen. Ich kann jetzt nicht irgendwie vom ersten Schultag bis, also ich kann nicht alles erzählen, ich muss das irgendwie kondensieren. Gleichzeitig, wenn ich bestimmte Aspekte thematisiere, dann, also wenn ich A sage, muss ich manchmal auch B sagen. Es gibt und damit die Annahme ist, es gibt so Zwänge, Erzählzwänge. Selbst wenn ich Sachen nicht erzählen möchte, muss ich manche Sachen erzählen, weil sich in der Erzählung ergibt, dass ich noch irgendwie Sachen ausführe, die mir vielleicht selber unangenehm sind. Und deswegen würde ich sagen, das kommt schon relativ nah an Wahrheit dran. Also ich habe zum Beispiel einen Professor interviewt, der dann irgendwann von seiner Halbschwester erzählt hat, irgendwie sein Vater hat mit einer anderen Frau unbekannterweise ein Kind gekriegt und so. Und der meinte, das wollte er eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt irgendwie ja doch, weil er, damit seine Geschichte für mich plausibel ist, musste er das mit einbringen. Weil wenn er das nicht erwähnt hätte, dann hätte ich die ganze Geschichte nicht verstanden. Und die Annahme ist so ein bisschen, wenn Leute erstmal ins Erzählen kommen, manche Sachen, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollen, müssen sie erzählen, damit der Zuhörer oder die Zuhörerin das plausibel findet, die ganze Geschichte. Weil sonst erschließt sich das nicht. So. Und ich würde immer dafür argumentieren, dass das doch relativ nah dran an Wahrheit ist, wenn man so möchte. Und es gibt eine Unterscheidung in der Erzählforschung, die unterscheidet zwischen Argumentation, Beschreibung und Erzählung. Und Argumentation, wenn ich sage, ich habe das aus dem und dem Grund gemacht, dann kann das eine Art Sekundärlegitimation sein. Also dann muss ich mein Handeln irgendwie rationalisieren. Wenn ich eine Erzählung habe und ich erzähle dir eine bestimmte Geschichte, dann ist das, zumindest laut dieser Theorietradition, ist es so, dass man davon ausgeht, diese Erzählungen, die sind wesentlich weniger stark durch meine aktuelle Perspektive geprägt, während die Argumentation, wenn ich mir die Vergangenheit rationalisiere, dass das aus dem Heute passiert sozusagen. Das ist jetzt irgendwie, sind lange methodologische Diskussionen. Ich weiß nicht, ob die so interessant sind. Im Kern würde ich sagen, keiner von den Professoren setzt sich hin und erzählt mir 1,5 Stunden irgendwie eine Lügengeschichte. So. Sondern das ist das, was sie selber in ihrer Lebensgeschichte für wahr halten, zum Großteil. Und das dann auch für dich wiederum für deine Dissertation interessant ist, das zu analysieren. Danach wollte ich dich jetzt nämlich fragen, du hast dann so ein Gespräch, das zeichnest du auf, wie du gesagt hast, und jetzt analysierst du nicht nur an diesen Audiodateien drumherum, das wäre methodologisch ein bisschen schwierig, sondern du erstellst daraus Transkripte. Nimm uns mal mit in diesen Prozess, wie, du hast so ein Gespräch, das ist halt ein Gespräch, die Leute erzählen dir was.
Wie wird daraus etwas, was du und andere Wissenschaft nennen? Du hast die Aufnahme, so eine Audioaufnahme, dann gibt es unterschiedliche Software dafür. Also theoretisch kannst du es auch mit so einem Media Player machen, aber wird ein bisschen anstrengend. Und dann schreibst du einfach wortwörtlich, und da gibt es unterschiedliche Detaillierungsgrade. Es gibt so Feintranskripte, nennt man das. Da würde man auch das Atmen, Einatmen, Ausatmen und so weiter mit aufschreiben. Das ist bei 2 Stunden Interview zum Beispiel extrem aufwendig. Was man erstmal machen würde, ist das gesprochene Wort einfach runterschreiben. Jemand erzählt mir was, ich schreibe auf, was mir die Person erzählt hat. Wort für Wort. Ob es Versprecher sind, ob es Pausen sind, sowas schreibe ich alles mit auf. Dann habe ich ein Transkript. Das Transkript ist natürlich irgendwie schon Interpretation, weil manchmal versteht man Sachen nicht ganz klar, Worte nicht ganz klar, schreibt Sachen auf und so. Zum Teil gibt es sowas, das nennt sich Interview-Memo. Also ich schreibe auf, wie habe ich mich gefühlt in dem Interview, was habe ich beobachtet und so, dass man sowas noch mit aufnimmt. Oder wie ich vorhin gesagt habe, jemand holt ein Bild aus dem Schrank. Das hast du natürlich nicht auf der Audioaufnahme. Dann hast du vielleicht irgendwie ein Geräusch, wie er das so auf den Tisch stellt oder so. Das kann man aufschreiben, aber das andere nicht. Oder jemand steht auf und keine, also solche körperlichen Dimensionen, oder Hirschauer nennt das die schweigende Dimension des Sozialen, das hast du natürlich nicht mit drin. Und das versucht man über so Memos ein bisschen mit einzufangen, dass man sagt, wenn irgendwie jemand was ganz Auffälliges gemacht hat mit dem Körper oder ja, dass man das aufschreibt mit. Du hast dann aber dieses Transkript und dieses Transkripte, wenn du sagst, wie wird daraus Wissenschaft sozusagen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auswertungsmethoden in der qualitativen Sozialforschung. Ich glaube, dass, also welche Auswertungsmethoden es alles gibt, das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Es gibt eben, welche arbeitest du? Welche hast du gearbeitet? Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, wie sind diese Interviews. Ich habe mir alle Interviews, die ich habe, erstmal transkribiert und dann angeguckt, wie sind die segmentiert sozusagen. Also welche lebensgeschichtlichen, wenn man ein Segment hat, kann das beispielsweise eine Erzählung über die Grundschule sein. Dann wäre die Grundschule ein Segment. Welche Segmente zeigen sich in den Interviews, in den Stegreif-Erzählungen? Und habe also sozusagen eine, ja, Zusammenfassung ist nicht der richtige Begriff, aber habe so einen strukturellen Aufbau der Erzählung herausgearbeitet und habe mir dann angeguckt, das macht man für jedes Interview, für jeden Fall, oder habe ich für jeden Fall gemacht, für jedes Interview gemacht, diese Segmente. Und dann so, man kann das in Tabellenform zum Beispiel machen und dann sagt man, Seite 1, Zeile 1 bis 5 ist irgendwie das und das Segment. Und dann hat man ganz viele Segmente und was ich gemacht habe, mir angeguckt, welche Gemeinsamkeiten zeigen sich bei diesen Segmentierungen von Aufsteigern, Aufsteigerinnen zum Beispiel, welche Unterschiede und wie zeigen sie oder welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen sich zwischen Nicht-Akademikerinnen-Kindern und Akademikerinnen-Kindern oder wie auch immer man das bezeichnen will. Dann gibt es einen anderen Auswertungsschritt, dass man in die Segmente selber reingeht. Also wenn jemand zum Beispiel erzählt, ich war in der Grundschule und oder habe so ein Segment zur Grundschule, dass ich da nochmal feiner reingehe. Das wäre jetzt ja erstmal so eine grobe Abstraktionsleistung von dieser Grundschulzeit, dass man das mit so einigen Worten verschlagwortet sozusagen und sagt, das ist Grundschulzeit, Studium oder was auch immer. Und gucke mir diese Segmente selber an, gucke mir an, was wird gesagt in dem Segment, wie wird es gesagt, welche Themen werden da verhandelt, zum Beispiel der Übergang zwischen Grundschule und Gymnasium oder Grundschule und Realschule, wie haben meine Eltern darauf reagiert und so, dass man da dann nochmal in diese einzelnen Segmente tiefer reingeht und da, also Grundlage ist immer die Sprache sozusagen, das erzählte Wort. Was erzählen sie dir und was kann man daraus irgendwie ableiten vielleicht? Also ein riesiger Haufen an Daten, den du da generiert hast aus den Interviews. Ja, das ist das große Problem bei so Biografieforschung, wenn man so möchte. Du hast hinterher hunderte Seiten von Transkripttext
Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Und da gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Auswertungsmethoden, ob es qualitative Inhaltsanalysen sind oder so, wo man nur guckt, welche Themen zum Beispiel tauchen auf. Was sind Themen, die häufig, also das ist so eine quantitative Logik ein bisschen, welche Themen werden oft genannt? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man kann ganz, ganz fein arbeiten sozusagen, dass man sich so Wort für Wort anguckt und da dann Interpretationen draus macht. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann. Aber sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Nein, nein, gute Ergänzung. Dann interessiert mich natürlich noch, was hast du denn da jetzt rausbekommen? Also ich weiß, du hast jetzt nicht gerade erst angefangen mit dem Transkripte schreiben, sondern du bist da schon tief in der Analyse drin. Was sind so deine ersten Ergebnisse? Was hast du gelernt? Du hast da gesagt, der Doktorarbeit, du musst eigentlich was Neues der wissenschaftlichen Community dem Wissen hinzufügen. Was hast du rausgefunden? Also ein zentrales Ergebnis, und ich hoffe, da kommt bald der Aufsatz in den Druck, ist, dass für in diesen Lebensgeschichten und für die eigene Biografie von Aufsteigern und Aufsteigerinnen signifikante andere, so nennt man das, das sind Personen aus höheren Sozialklassen, das können Lehrer, Lehrerinnen sein, das können später Doktorväter, also bei mir sind es eigentlich fast nur oder sind nur Doktorväter sein, dass in diesem Aufstieg es sehr, sehr wichtige Personen gab, die einen begleitet haben, die einen gefördert haben, die vielleicht gesagt haben, also nehmen wir diese, das fängt schon nach der Grundschule an. Ich habe Lehrer, Lehrerinnen, wo die Eltern sagen, ja, Gymnasium, weiß nicht, irgendwie, das ist mir so fremd und so. Und dann hast du Lehrer oder Lehrerinnen, die zu den Eltern nach Hause gehen, das Gespräch suchen, sich einsetzen für das Kind und sagen, aber guck doch mal, der kann so viel oder was weiß ich, der hat so gute Noten, helles Köpfchen, schick ihn doch aufs Gymnasium. Also über das, was jetzt der Job ist, ne? Irgendwie als Lehrer, Lehrerin nach Hause zu gehen oder Leute so an die Hand zu nehmen, so eine intensive Arbeit mit den Eltern zu machen, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Und ähnliches beim Promotionsbeginn. Also, dass Leute mir erzählen, eigentlich wollten die nach dem Studium wollten die eigentlich Lehrer werden oder Lehrerin. Also ich habe mir Erziehungswissenschaft angeguckt, da ist das vielleicht ganz interessant, nochmal aus so einer Aufsteigerinnenperspektive, das Lehramt, sich verbeamten zu lassen, das ist was sehr Sicheres, das ist was Handfestes irgendwie, auch wenn ich vielleicht selber gar nicht so mega viel Bock habe, Lehrerin zu werden. Aber danach habe ich ein gutes Gehalt, ich kann meinen Job nicht verlieren. Das finden die Eltern auch gut. Also ja, dann verdienst du was und hast irgendwie bist beim Staat angestellt und so. Ich generalisiere jetzt ein bisschen, aber dass so dieser Lebensentwurf sozusagen war, nach dem Studium gehe ich ins Lehramt. Und dass dann aber ein Professor, eine Professorin, bei der man vielleicht studentische Hilfskraft war oder bei der man ein Examen geschrieben hat und die sieht die Arbeit und sagt, boah, das ist so eine gute Arbeit oder du machst so gute Arbeit, willst du nicht vielleicht promovieren? Und die dann sagen, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht, Promotion, was ist das eigentlich und so und das traue ich mir gar nicht zu. Und mit diesem Konzept signifikanter anderer geht man so ein bisschen darauf ein, dass dieses Selbstvertrauen und Aufsteiger, Aufsteigerinnen haben häufiger. Also, das sind dann irgendwelche quantifizierenden Studien aus der Psychologie und so, aber haben häufiger ein geringeres Selbstvertrauen und glauben nicht so sehr an sich. Und dass für die es extrem wichtig ist, dass jemand auf sie zukommt und sagt, aber du kannst das doch, willst du nicht mal, überleg dir das doch, ich glaube da an dich und so, ich unterstütze dich vielleicht und so. Und dass sie auch daran glauben, dass sie es dann schaffen können. Und also auf der einen Seite überhaupt sich mit was, es gibt so Theorien rationaler Wahl, die werden häufig dafür herangezogen, zu Ungleichheiten zu erklären. Und die Idee ist bei denen so ein bisschen, die Menschen wissen immer über alle Möglichkeiten, die sie haben. Also man hat irgendwie, entscheidet sich, ob ich studiere und man geht irgendwie von so einem rationalen Akteur aus, der alle Möglichkeiten kennt, die es überhaupt gibt. So. Das fehlt natürlich. Also ich weiß nicht, welche Studiengänge es alle gibt. Und wenn ich mir 700 Studiengänge oder mehr in Deutschland angucken wollen würde, wäre ich unfassbar lange damit beschäftigt. Also es gibt sowas, und da ist die Annahme schon falsch, dass Leute alles kennen. So alle Möglichkeiten, alle beruflichen Möglichkeiten, die es gibt. Aber selbst wenn ich davon weiß und die Leute,
die Aufsteiger, die ich interviewt habe. Und die wissen natürlich, oder was heißt natürlich, aber die wissen, dass es sowas wie Promotion gibt. Aber wenn ich nicht den Glauben an mich habe und vielleicht nicht das Selbstvertrauen, dann ist das nochmal was anderes als nur diese reine Information. Und diese signifikanten anderen Leute, die einem spiegeln, die einem in der Interaktion spiegeln, die einem im Gespräch spiegeln, du kannst das irgendwie, ich würde dich da auch unterstützen, die haben oder denen kommt eine riesengroße Bedeutung zu für diesen Promotionsbeginn, aber nicht nur für die Promotion, sondern auch danach in der Wissenschaft zu bleiben. Und also da kommt vielleicht dieser Vergleich ins Spiel. Das ist bei den sozialstrukturellen Reproduktionsfällen, die ich habe, nicht so der Fall. Also die gehen eher mal irgendwie von sich auf Dr. Feder zu und sagen, hier, ich möchte gerne promovieren und so, kann ich das bei dir machen? Während das bei den Aufsteiger, Aufsteigerinnen so ist, da wird das stärker an die rangetragen. So. Und vielleicht durchs Elternhaus haben die sowieso ein höheres Selbstvertrauen, weil das irgendwie auch eine größere Selbstverständlichkeit hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, der relativ wichtig ist und sonst in der Forschung nicht so die Rolle spielt. Also da wird viel auf so Habitus, auf habituelle Differenzen und so Wert gelegt. Da wird dann auf diese, wie gesagt, so rationale Wahlentscheidungen Wert gelegt, aber nicht so sehr darauf, dass es oft konkrete andere Menschen in der Lebensgeschichte sind, denen eine riesige Bedeutung zukommt, was biografische Entscheidungen betrifft. Okay, also eine Sache, die du rausfinden könntest in deinen Daten, war das eigentlich etwas, was du schon so als Vorahnung hattest und du hast danach regelrecht in deinem Transkript gesucht, ob das vielleicht stimmen könnte, oder bist du da echt, warst dann plötzlich überrascht, als das ein Muster war, was du in den verschiedenen Erzählungen wiedererkannt hast? Also ich habe vorher natürlich den Forschungsstand aufgearbeitet und ich habe auch selber ja dazu schon vorher, ich habe diese Lehrforschung erwähnt, davor zugearbeitet und da bin ich eher mit so einem Habitus-Konzept von Bourdieu rangegangen. Und also eine andere Perspektive eigentlich bin ich da rangegangen. Und bei dem spielt das nicht so die Rolle. Aber wenn man sich diese Lebensgeschichten anguckt, und das ist auch bei uns im Buch übrigens der Fall, also auch da werden häufiger da wird es nicht signifikant andere genannt, aber solche konkreten Personen, die einen gefördert haben, die einen unterstützt haben und so, die werden da auch genannt. Und im Material hat das, also ich habe nicht danach gesucht zu Beginn, es ist mir irgendwann aufgefallen und dann verändert sich die Perspektive aufs Material, dann guckt man noch mal ein bisschen mehr, guckt man noch genauer. Und es gibt in der Forschung, auch von Aladin El-Malfalani übrigens, der nennt das soziale Paten, oder es gibt diese Idee auch in dieser Diversity-Forschung von The Role Models. Das Ding ist, bei so einem Rollenmodell, Rollenvorbild, das ist gar nicht so sehr die Interaktion mit den Leuten, sondern man sagt irgendwie, wir brauchen mehr Frauen, weil andere Frauen sich daran orientieren können. Und dann gibt es so ein abstraktes irgendwie, irgendjemand als Frau hat eine Leitungsposition, ich kann das auch. Aber es ist nochmal was anderes, ob diese konkrete Interaktion miteinander, ob das so bedeutsam ist. Also in Ansätzen gibt es solche Forschungsergebnisse schon, die sehen, okay, da sind Leute, die sind wichtig. So. Okay, meine Nachbarn haben entschieden, am Sonntagmittag Bauarbeiten durchzuführen. Falls ihr irgendwas hämmern hört, dann liegt es an mir. Freak, für die letzten 15 Minuten Endspurt würde ich nochmal über deinen Aufstieg kurz sprechen wollen. Also du hast deine Bachelorarbeit geschrieben, Masterarbeit geschrieben, Doktorarbeit fast fertig. Ich schmier dir jetzt ein bisschen Honig ums Maul, aber nur um einen Punkt zu machen. Hast schon an verschiedenen Instituten, Forschungsprojekten gearbeitet. Also so viele kann ich gar nicht aufzählen. Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, um nur eines zu nennen, hast dort mit Wilhelm Heidmeier zusammengearbeitet, einem der bekanntesten Soziologen in Deutschland. Mehrere wissenschaftliche Paper veröffentlicht und ein Buch herausgegeben. So, Punkt. Ich habe den Eindruck, du hast da doch bisher eigentlich ziemlich viel richtig gemacht für die Aufgabe, als ArbeiterInnenkind aufzusteigen. Hast du den Eindruck auch? Also ich würde es, glaube ich, auch das so ein bisschen relativieren. Also du hast vorhin von den Handwerksmeistern gesprochen. Und also meine Eltern haben beide den Hauptschulabschluss gemacht. Mein Vater ist aber Maurermeister, meine Mutter ist Malerin. Und die haben gut Geld verdient, so ist es jetzt nicht. Die haben vielleicht nicht
in der Schule die Unterstützung geben können. Also meine Mutter war wichtig, dass wir ja, unsere Hausaufgaben machen. In der Grundschule hat sie geholfen. Irgendwann war dann nicht mehr so stark die Möglichkeit für sie, uns irgendwie in der Schule zu unterstützen. Aber ich wurde im Studium finanziell unterstützt und so. Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, dass man da diese Differenzierung irgendwie mit reinnimmt. Also es wäre was anderes, wenn meine Eltern mich nicht finanziell unterstützt hätten und hätten können. Dann glaube ich, wäre es im Studium auch schwieriger gewesen und so weiter. Trotzdem ist natürlich für die so Universität oder auch Gymnasium schon eine sehr, sehr fremde Welt. Und ich habe das tatsächlich nicht so wahrgenommen. Also auch diese Fremdheitserfahrungen, die ja häufig in der Literatur beschrieben werden, im Studium selber nicht, manchmal dann auf so Konferenzen oder so. Also als ich das erste Mal auf einer Tagung war in Wien, habe ich dann auch überlegt, naja, kann man, oder im Studium vielleicht so ein bisschen, dass ich gedacht habe, warum wird hier so viel geschwallert? Komm doch mal auf den Punkt. Also, dass Leute irgendwie, ich meine, ich rede jetzt selber fast 2 Stunden, aber das und man passt sich irgendwie auch an, aber dass Leute dann so in Seminaren 10-minütige Monologe halten, aber da nicht viel Substanzielles hintersteckt und so, das hat mich manchmal schon so ein bisschen irritiert im Studium. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass ich irgendwie mega benachteiligt wäre. Also, wenn man sich natürlich. Ich habe zuerst einen Realschulabschluss gemacht, was auch, würde ich sagen, also ich hatte eine Gymnasialempfehlung, aber ich komme von der Insel, da gibt es jetzt keine weiterführende Schule. Ich glaube, andere Eltern hätten sich anders entschieden bei der Gymnasialempfehlung ihrer Kinder, dass ich irgendwie woanders hin geschickt worden wäre, weil denen das wichtiger gewesen wäre. Aber jetzt so großartig benachteiligt habe ich mich eigentlich nicht gefühlt. So, und Soziologie ist vielleicht auch nochmal was anderes von der Disziplin als, also bei Jura könnte ich mir vorstellen, dass ich mich fremder gefühlt hätte, sozusagen. Ja, Aber ich wenn du glaube. nochmal auf das so schaust, was du, ich meine, du hast ja wirklich viel schon nebenbei gemacht, was jetzt nicht unbedingt, das hättest du nicht machen müssen. Also Bachelor, Master und Promotion musst du machen, wenn du vielleicht später Professor werden willst. Aber vieles also dich hätte ja theoretisch niemand dazu gezwungen, irgendwie nebenbei noch Paper zu veröffentlichen, zum Beispiel. Würdest du das im Nachhinein immer wieder genauso machen oder siehst du heute auch Tätigkeiten, irgendwie Projekte, die du angegangen bist, wo du jetzt sagen würdest, naja, hätte ich mir eigentlich sparen können, das war gar nicht so viel wert, ich hätte meinen Fokus lieber darauf legen können, wenn ich jetzt so ganz stupide einfach Ja, denke, ich möchte meine also Karriere pushen? genau, wenn ich strategisch rangegangen wäre, hätte ich, glaube ich, fast alles anders gemacht. Dann hätte ich mein Studium anders ausgerichtet. Ich bin bei vielen Sachen so reingerutscht. Also dieses Projekt über Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel, da wurde ich im Seminar gefragt, ob ich da nicht irgendwie mitarbeiten will als Hilfskraft und so. Dann habe ich dann im Projekt mitgearbeitet. Dann fanden die, dass ich wohl irgendwie ganz gut mitgearbeitet habe und haben mich gefragt, ob ich nicht an dem Buch mitarbeiten will und so. Und natürlich, also dann denkt man sich, ja gut, ich habe da jetzt viel Zeit investiert, an einem Buch mitarbeiten ist cool, ist ein cooles Projekt, ich mache das gerne. Ich glaube, das ist viel so, auch ein bisschen lustgetrieben ist vielleicht, das würde überschätzen, dass das manchmal auch irgendwie nervige Arbeit ist. Aber es sind Themen, die ich mir ausgesucht habe, die ich persönlich irgendwie extrem wichtig finde. Also ich habe an nichts gearbeitet, was mir nicht wichtig ist irgendwie. Wilhelm Heidmeier hat viel zu Rechtsextremismus geforscht, was finde ich ein höchst, also und irgendwie, auch wenn es mit Corona gerade untergeht, wenn man sich die Anschläge von Hanau und so anguckt, das ist ein höchst relevantes Thema, darum habe ich daran mitgearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, es war so mega strategisch. Ich habe gedacht, ich arbeite mit dem zusammen und dann, also und mit ihm habe ich jetzt auch nicht publiziert, aber die Sachen, an denen ich gearbeitet habe, glaube ich, das war oder ist so, dass mir das immer ziemlich wichtig war. Politisch irgendwie auch wichtig war. Jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wenn man dann natürlich in der wissenschaftlichen Analyse ein bisschen zwischen Politik und Wissenschaft unterscheiden muss, aber die Themenauswahl ist doch eine, wo ich sagen würde, das sind irgendwie große Interessen von mir, weshalb ich daran mitgearbeitet und gearbeitet habe.
So. Und ich glaube, wenn ich sehr strategisch reingegangen wäre, dann wäre ich schon lange mal irgendwie für längere Zeit irgendwo im englischsprachigen Ausland gewesen oder was auch immer. Also wenn man sich so andere Lebensläufe von Leuten anguckt, die das ein bisschen strategischer ausrichten, glaube ich, dann waren die Institutionen nicht prestigereich genug oder so, wo ich bisher war. Aber Jetzt würdest du aber trotzdem wahrscheinlich sagen, das ist schon, bis zur Promotion hochkommen, ist schon verdammt viel Arbeit. Da muss man echt ein dickes Commitment eingehen, um das durchzuziehen. Das ist ein sehr aufreibender Lebensabschnitt. Was würdest du denn, wenn jetzt das ArbeiterInnenkinder hören, woher weiß ich denn, ob ich mich darauf wirklich einlassen möchte? Wie entscheide ich das, ob es das wert ist? ja, es ist, glaube ich, eine ziemlich individuelle Entscheidung. Also ich würde es auf keinen Fall machen, wenn ich keinen Bock aufs Thema habe, wenn ich denke, ja, geil für einen Titel oder so. Also es kommt auf die Disziplin an, ne? Aber in den Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, wo du 5 Jahre an so einer Doktorarbeit sitzt, würde ich es nur machen, wenn mir das Thema irgendwie wichtig wäre. Ich habe das Glück gehabt, ich war an einem Graduiertenkolleg in Hannover und hatte da eine 65%-Stelle, was für die Wissenschaft irgendwie gar nicht so schlecht ist, 65% Stellen zu haben, über 3 Jahre Das heißt, du wurdest für so viel quasi bezahlt. Das Ja, du wirst dafür die Promotion bezahlt, mehr oder weniger. Viele andere machen das in ihrer Freizeit zu promovieren. Also die machen eine Lehre zum Beispiel an einem Lehrstuhl, die geben Seminare, unterrichten und werden dafür bezahlt und eigentlich ist es so, dass sie auch Freiräume für die Promotion haben sollten, aber das oft nicht kriegen. Also die werden dann mit irgendwie viel Arbeit überlastet. Ich hatte, was die Stellen angeht, irgendwie viel, viel Glück. Wobei ich auch sagen muss, mit der Masterarbeit habe ich mir viel mehr Arbeit gemacht, als man machen müsste. Irgendwie 12 Interviews zu führen, biografische Narrative muss man jetzt auch nicht für eine Masterarbeit. Wenn mir das Thema am Herzen liegt, würde ich es machen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich hatte das schon in unterschiedlichen Zusammenhängen, die Frage, naja, soll man jetzt Arbeiterkindern oder AufsteigerInnen raten, irgendwie zu promovieren oder soll man ihnen davon abraten, weil dieses Abraten natürlich zu so einer Reproduktion sozialer Ungleichheiten führt. Also wenn ich den Leuten sage, mach das bloß nicht, das ist ganz schrecklich, dann führt das dazu, dass die Leute, die vielleicht weiter von ihren Eltern auch in der Promotion noch bezahlt werden oder was auch immer, weil sie auf diesen schäbigen 50% Stellen irgendwie kaum davon leben können, dass es weiter zu so einer Reproduktion sozialer Ungleichheiten führt, wenn man den Leuten aktiv davon abrät und sagt, das ist so furchtbar, Wissenschaft, mach das bloß nicht, dann führt das nicht dazu, dass sich das ändert. Auf der anderen Seite will man die Leute auch nicht irgendwie, also ich würde mich schwer tun, damit zu sagen, ja, mach das auf jeden Fall, weil die Arbeitsbedingungen relativ bescheiden sind in der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird in den nächsten Jahren. Und mit so prekären Kettenarbeitsverträgen, gerade wenn man nicht so weich fällt ökonomisch, ist das eine große Herausforderung. Wenn ich aber sage, das ist ein Thema oder Wissenschaft, ich brenne dafür, ich möchte das auf jeden Fall machen, dann würde ich jedem dazu raten. Also man muss auch nicht immer so tun, als ob die Arbeitsbedingungen außerhalb der Wissenschaft immer die allergeilsten wären. Also nehmen wir den Journalismus zum Journalismus, ja. Beispiel, ja. Dann sind sie vielleicht noch schlechter. Ich würd's davon, also ich würde den Leuten stark dazu raten, irgendwie informiert euch darüber, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt da Bock drauf, macht das auf jeden Fall. So. Okay, damit kann man doch arbeiten mit dem Advice. Der letzte Hinweis an alle, die zuschauen, wenn ihr jetzt noch Fragen an Freck habt, dann stellt sie gerne jetzt im Chat, weil wir laufen auf das Ende dieses Streams zu. Quatschen immerhin schon über 2 Stunden miteinander. Freck, hast du, sind wir zwar lange gesprochen, habe ich noch irgendeine Frage nicht gestellt, die du unbedingt gerne noch beantworten möchtest? Fällt mir spontan nicht viel zu ein, aber ich habe mir auch schon den Mund fusselig geredet in den letzten 2 Stunden. Also ich kann das ja auch, ich sehe hier irgendwie unsere beiden Bildschirme und sehe überhaupt nicht, ob da irgendwer irgendwas geschrieben hatte, vermutlich nicht, sonst hättest du das an mich weitergeleitet. Ja.
Aber ich habe jetzt nichts, was mir unbedingt auf der Seele brennt, was ich jetzt loswerden muss. Das ist okay. Ich glaube, wir und alle, die das jetzt gesehen haben oder später noch sehen, haben auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich danke dir, dass du dich auf dieses kleine Experiment Ja, gerne. eingelassen hast. Ich bin sehr froh, wie es gelaufen ist. Mein Laptop ist nicht abgeschmiert und hat auch noch nicht Feuer gefangen. Es sieht noch alles ganz gut aus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die bis jetzt vielleicht auch still im Hintergrund dabei waren. Und ich hoffe, ich kann das öfter machen mit mindestens genauso interessanten Gesprächsgästen wie mit Ifrag. Und ja, ich weiß nicht, ich kann noch auf kein Erfahrungswissen zurückgreifen, wie man ordnungsgemäß einen Twitch-Stream beendet. Deswegen ist das jetzt Learning by Doing. Anyway, vielen Dank, Freck, danke Jo, für deine vielen Dank für die Zeit. Einladung. Ich hoffe, da kommt demnächst noch mal mehr, was ich mir dann das nächste Mal bequem vom Sofa aus angucken kann, und dir zuhören kann, euch zuhören kann. Wir werden sehen. Kascha Love schreibt, war super schön, vielen Dank. Dankeschön für das Kompliment. Das freut uns, dass es dir gefallen hat. Dann wünschen wir allen, ich wünsche dir erstmal einen schönen Sonntag noch. Erstmal die verlorene Stunde Schlaf heute nachholen. Und folgt dem Kanal, kann ich vielleicht noch sagen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn es das nächste Interview gibt. Vielleicht ja schon ganz bald. Okay, vielen Dank. Tschüss, Freak, Oh je. und macht's gut. Danke fürs Zuschauen.